Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen im Literaturhaus in München. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Sie wissen, und denen, die zum ersten Mal bei einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit sind, sage ich das: Wir sind die Stiftung aus einer liberalen Familie entstanden, gegründet von Theodor Heuss, der ihr den Namen des Mannes gab, den er als seinen politischen Lehrer immer angesehen hat, Friedrich Naumann. Wir haben der Stiftung den Zusatz Friedrich-Naumann-Stiftung dann für die Freiheit hinzugefügt. Als wir das taten, haben viele auch in der Stiftung gefragt: Muss das denn sein? Wir haben doch die Freiheit hier. Das hat mich eher energischer dafür eintreten lassen, dass man den Namenszusatz gibt. Denn allzu viele unserer Mitbürger betrachten die Freiheit als etwas Selbstverständliches, glauben, die könnten sie gar nicht mehr verlieren, nutzen ihre Vorteile relativ unbewegt, aber ihre Anforderungen beantworten sie oft mit Achselzucken. Denn ein Kernpunkt der Freiheit, der für viele unbequem ist, ist die mit ihr untrennbar verbundene persönliche Verantwortung, und das ist für viele unbequem. Sie hätten lieber, dass der Staat das regelt. Deshalb bleibt für mich der Zusatz wirklich in der Identität zugehörig zu der Stiftung, die ich die Ehre habe zu vertreten. Weil wir wissen, dass viele Menschen sich doch eher vor der Freiheit fürchten. Vielen klingt die Freiheit zu metallisch. Viele geben sich als Bedenkenträger nach dem Motto: Zu viel Freiheit sei eher schädlich, sie fördere am Ende eher den Egoismus und die berühmte, immer wie zitierte Ellbogengesellschaft. In einer Wahlkampfveranstaltung begegnete mir von schon vor Jahren dieser prägnante Vorwurf: Wer schließlich die Liberalen wähle, der müsse ja alles selber machen. Da ist sogar etwas dran. Wir vertreten eben nicht die bequemste Botschaft, sondern eine relativ unbequeme. Aber sie ist für eine freiheitliche Gesellschaft wichtig. Wir arbeiten in 50 Ländern der Welt, meine Damen und Herren. Da gibt es Kulturrelativisten wie den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, die sagen, die Menschen sollen nach ihrer Fasson selig werden, und selbst wenn es Diktaturen gibt, was in China ja wohl der Fall ist, sagt er, man solle die doch nach ihrer Fasson selig werden lassen. Aber wir kennen welche, die dort im Gefängnis sitzen, die man nicht nach ihrer Fasson selig werden lässt. Und deshalb ist mir das etwas zu oberflächlich betrachtet. Deshalb arbeitet die Stiftung in Menschenrechten, in Rechte der Frauen, in marktwirtschaftlichen Orientierungen in solchen Ländern und ganz entschieden für Freiheitsrechte. Viele vergessen ja, dass wir in Deutschland auch relativ lange gebraucht haben, um Freiheits- und Menschenrechte endlich zu akzeptieren. Es hat einer totalen Niederlage bedurft, um die deutschen politischen und gesellschaftlichen Eliten mit den parlamentarischen Systemen des Westens bekannt und vertraut zu machen. Theodor Heuss hat das als die große Leistung des Grundgesetzes ausgedrückt. Aber eine geschriebene freiheitliche Verfassung reicht aus unserer Sicht nicht aus. Deshalb gründet sich die Arbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung in einer Vielzahl von politischen Bildungsmaßnahmen und auch solchen Veranstaltungen. Denn es kommt auf die zivilisatorische Qualität einer freiheitlichen Gesellschaft an. Wenn sie die nicht hat und nicht nach ihr leben will, dann hilft eine geschriebene Verfassung nicht. In unserer politischen Bildungsarbeit stellen wir immer wieder fest, dass es gewaltiger Anstrengungen bedarf, um zu vermitteln, dass eine Gesellschaft ein inneres Gleichgewicht haben muss, dass sie wissen muss, wie viele Traditionen sie behalten muss, zu wie viel Neuem sie sich öffnen muss. Es
kommt immer auf ihren Gleichgewichtssinn an zwischen Altem und Neuem, auf die immer wieder neue Verbindung von Offenheit, von Herkunftsbewusstsein. Hier beginnt die eigentliche politische Bildungsarbeit. Wir wollen gegen kollektivistische Spielarten, gegen Modernitätsverweigerung, gegen Geringschätzung des Individuums ein mentalitätspolitisches Signal setzen. Haben Sie einmal in letzter Zeit sich eine Bundestagsdebatte angesehen? Ich habe das einmal getan und mein Eindruck war, die reden zu sich selbst. Ohnehin, weil es eine große Mehrheit gibt als große Koalition, die sich gegenseitig auch fast ansieht, dass die CDU-CSU-Vertreter eher in die Reihen der SPD reden. Und umgekehrt gilt das auch. Von einer Opposition vermag ich nicht nur wegen der Größenordnung kaum zu sprechen, sondern vielmehr konzeptionell. Es gibt gegen die eingeleitete Politik großer Versprechen und der Verschiebung der Rechnungen mit ungedeckten Schecks auf die Zukunft derer, die heute noch gar nicht wählen können, eigentlich keine Opposition. Die, die für die Opposition sprechen, sagen, sie hätten gerne noch mehr von dieser Art von aus meiner Sicht falscher Politik. Deshalb ist die Stiftung herausgefordert, auch die Konturen zu zeichnen, die ein wirklich emanzipatorisches Projekt bedeuten und nicht nur eine Art von Staatskundschaft zufriedenstellen. Wir wissen, dass das dem Wunsch vieler Mitbürger entspricht. Wir machen uns keine Illusionen. Sie wählen manchmal Wundermittel aus der politischen Apotheke, lesen nicht die Beipackzettel, achten nicht auf die Verfallsdaten, ganz zu schweigen von den Nebenwirkungen. Um es etwas durchaus polemisch auszudrücken, viele, die ich kenne, wollen immer die Wahrheit hören und wählen am Ende ohne Ende die Märchenerzähler. Deshalb fühlt sich die Stiftung herausgefordert, sie immer einzuladen, nicht nur hier in München, sondern einen Dialog mit ihnen zu führen und mit namhaften Persönlichkeiten, die eher aufklärerische Wirkung intendieren, anstelle von großen Erzählungen. Ich finde, dass wir in der Lage sein müssen, und da ist das Literaturhaus auch ein Ort, wir müssen in der Lage sein, in einer verantwortungsvollen Debattenkultur die Erörterung der wichtigen Fragen und der Zukunftsfragen auch ohne diese täglichen Totschlagargumente miteinander zu erörtern. Dazu sind wir hier und ich begrüße zuallererst und danke ihm, dass er zugesagt hat, heute Abend zu sprechen, ein überzeugter Liberaler, unser neu gewählter Bundesvorsitzender, Christian Lindner. Seien Sie uns herzlich willkommen. Dann bin ich sehr erfreut darüber, dass Sie, Herr Professor Rodenstock, jetzt Ehrenpräsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft zugesagt haben, an diesem Abend im Dialog mit Christian Lindner teilzunehmen. Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Und ich begrüße Sie. Moderieren wird das Gespräch und die anschließende Fragerunde, die bei uns selbstverständlich ist, an der Sie teilnehmen können. Jörg Vanhoven, herzlichen Dank für die Übernahme. Ich freue mich, dass Sie hier sind und das moderieren. Ich will hier nicht enden, ohne Sie, Herr Professor Weidenfeld, sehr herzlich zu begrüßen. Vertraut in vieler Arbeit, auch im Bewusstsein der Arbeit von Stiftungen. Ich freue mich sehr, dass zwei Bundestagskollegen, einer früher langjährig, einer jetzt in der letzten Legislaturperiode hier sind, Hermann Rindt und Herr Breil. Und ich freue mich genauso, ich schließe die ein, dass zwei veritable
bayerische Staatsminister AD der Liberalen, hier zu uns gekommen sind. Martin Zeil und Herr Heubisch, herzlich willkommen. Michael Matar begrüße ich sehr herzlich. Ich begegne ihm immer, wenn ich zu einer Veranstaltung nach München komme. Herzlich willkommen. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, wir haben heute Abend die erste Veranstaltung von ja, nahezu über 200, die wir in diesem ersten Halbjahr als Friedrich-Naumann-Stiftung in Deutschland machen. Das ist eine gewaltige Anstrengung. Und ich will es nicht versäumen, dem Repräsentanten der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hier in Bayern, Herrn Rieper, herzlich zu danken für die organisatorische Arbeit und die Mühe, die er sich gemacht hat. So. Herr Rodenstock hat vorhin so eine schöne, witzige Bemerkung gemacht und ich hatte so eine Überlegung auch, ob ich die Jacke jetzt anbehalten sollte, weil ich am Tegernsee bin. Der sagt, einen richtigen Preußen erkennt man eigentlich daran, dass wenn er in Bayern ist, er so eine Jacke anzieht. Ich habe es aber gerne gemacht, weil sie so bequem ist und wollte mich bestimmt bei Ihnen auch ein Stückchen einschmeicheln. Ich mag sie auch gern. Sie kommt vom Tegernsee und dort bin ich, wenn es die Freizeit erlaubt, unheimlich gerne. Ich mag ihr Land, ich mag die Menschen hier und bin gerne in Bayern. Damit schließe ich ab, heiße Sie nochmals herzlich willkommen. Und jetzt, Christian Lindner, sind Sie dran. Sehr verehrter lieber Wolfgang Gerhard, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, ich freue mich, Sie alle hier zu sehen. Das eine oder andere bekannte, viele noch nicht bekannte Gesichter. Insbesondere einen will ich hervorheben, habe ich mich gefreut, Dr. Michael Matar persönlich begrüßen zu können beim Reinkommen. Ich bin Leser der Süddeutschen Zeitung im E-Paper. Und deshalb lese ich auch jeden Abend den Teil München und Bayern der Süddeutschen Zeitung. Ich bin also über die Münchner Lokalpolitik im Detail informiert. Und ich habe deshalb in den letzten Jahren, verehrter lieber Michael Matar, verfolgt, dass Sie die zuweilen etwas schwierige und unbequeme Botschaft der Liberalen hier in München im Rat mit so viel Substanz und Mut vertreten haben, dass selbst alle politischen Gegner Ihnen Respekt zollen. Und deshalb, glaube ich, spreche ich in Ihrer aller Namen, wenn ich Ihnen jetzt alles Gute für die anstehende Wahl wünsche. Ja. Meine Damen, meine Herren, dass Sie so zahlreich hier sind, in einer Lage, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, in der die FDP gegenwärtig in einer Art Bewährungsprobe ist. Das ist für sich genommen ein politisches Signal. Dass wir hier den Saal im Literaturhaus München voll machen können, ist das politische Signal. Mit den Liberalen ist auch im Jahr 2014 unverändert zu rechnen. Herzlichen Dank also, dass Sie den Weg zu den Liberalen heute Abend gefunden haben. Ich will über das Thema Innovationsstandort Europa gerne gleich einige Worte an Sie richten. Die Überschrift des heutigen Abends ist der Beleg, dass sich die Liberalen auch vor schwierigsten und trockensten Materien nicht scheuen. Ich hatte aber den Eindruck beim Reingehen, er mag falsch sein, dass die eine oder der andere von Ihnen sich auch die Frage stellt, wie geht es eigentlich gegenwärtig mit den Liberalen weiter? Und wie sehen die politische Lage im Land? Ich weiß nicht, ob das stimmt, der eine oder andere sich dafür interessiert. Ja. Ich fasse das so auf, dass Sie mir gestatten, einige wenige allgemeine Bemerkungen voranzuschicken. Im vergangenen Jahr hat die FDP die tiefste Niederlage ihrer Geschichte, eine historische Zäsur, zu verwinden gehabt am 22.09. Zum ersten Mal ein demokratisch gewähltes deutsches Parlament ohne eine liberale Fraktion auf der Ebene des Bundes. Und zugleich lesen wir
in diesen Tagen von Umfragen, nach denen etwa ein Viertel der Deutschen die liberale Stimme in den Parlamenten vermisst. 20% sagen, es braucht die FDP. 15% sagen, es braucht sie so dringend, dass sie selber bereit sind, sie auch zu unterstützen. Und trotzdem hat am 22.09. die FDP eine so tiefgreifende Niederlage erzielt. Wie passt das zusammen? Wenn ich jetzt durch Deutschland reise, ich führe viele Gespräche, dann treffe ich unverändert viele, und ich glaube, es sind Millionen Deutsche, die ihr Leben selbstbestimmt führen wollen, die den Wunsch nach persönlicher Unabhängigkeit haben, die die Bereitschaft eben zur Verantwortungsübernahme für sich, für ihre Familien, für die Gemeinschaft insgesamt haben, die nicht zu denen gehören, die Peter Sloterdijk Delegationskünstler genannt haben, die immer einen anderen finden, der eigentlich zuständig oder gar schuld sein soll, die Freude an den Ergebnissen ihrer eigenen Schaffenskraft haben, leistungsbereit sind also, Respekt haben vor der Privatheit, dem Privateigentum, die die Großzügigkeit haben, auch anderen ein gelingendes Leben zu wünschen, Toleranz haben gegenüber anderen Lebensentscheidungen. In einem Satz, es gibt in Deutschland unverändert viele Millionen Menschen, die unser liberales Lebensgefühl teilen. Am 22.09. des vergangenen Jahres ist deshalb nicht über diese liberalen Werte abgestimmt worden. Sie sind nicht verworfen worden. Am 22.09. des vergangenen Jahres ist über eine FDP abgestimmt worden, ist über eine FDP ein Urteil gefällt worden, die diese liberalen Werte nicht mehr hinreichend glaubwürdig vertreten hat. So hart die Botschaft ist, darin liegt zugleich der Auftrag an diejenigen, die sich jetzt heute in Verantwortung befinden, die FDP wieder aufzurichten und dem in Deutschland vertretenen liberalen Lebensgefühl auch wieder eine politische Entsprechung im Parteiensystem, die Respekt und Substanz hat, entgegenzustellen. Ich bin gefragt worden, gerade auch von Randolf Rodenstock, wir hatten Gelegenheit, kurz hier unten in der Bibliothek zu sprechen, ja, wohin wird die FDP denn jetzt gehen? Die Frage ist mir neulich schon mal begegnet, im letzten Jahr, beim Arbeitgebertag, habe ich gesprochen, noch als Kandidat für den Parteivorsitz. Ich kam rein in den Saal, und dann fasste mich ein freundlicher Herr am Oberarm und sagte, Herr Lindner, also wenn Sie im Dezember zum Vorsitzenden Ihrer Partei gewählt werden würden, wird die FDP denn dann marktwirtschaftlich bleiben oder sozialer werden? Marktwirtschaftlich bleiben oder sozialer werden? Sie merken, diese Frage betrifft längst nicht nur die FDP und ihr Selbstverständnis. Darin, dass man die beiden Punkte gegeneinander stellt, liegt schon ein grundlegendes Missverständnis unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung überhaupt. Denn für die Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft war das eben kein Widerspruch. Im Gegenteil, die Idee unserer marktwirtschaftlichen Ordnung, von Walter Eucken geprägt, von Ludwig Erhard dann ins Werk gesetzt mit der Unterstützung freier Demokraten, diese Idee lebte von der Versöhnung des Leistungs- und des Solidarprinzips. Die Marktwirtschaft ist per se sozial, indem sie das Wissen der Gesellschaft mobilisiert, um Fortschritt, unser Thema heute Abend, und um Arbeitsplätze zu schaffen. Die Marktwirtschaft ist per se sozial, weil sie durch das gelingende Wettbewerbsprinzip die Marktmacht Einzelner über andere bricht und Einsteigern immer neue Chancen eröffnet. Und die Marktwirtschaft ist per se sozial, sagen wir es gerade in Tagen einer großen Koalition. Sie ist per se sozial, weil sie überhaupt erst die Mittel bereitstellt, die die Politik danach mit großer sozialer Geste verteilen will. Erst muss nämlich das erwirtschaftet werden, was danach von Regierungen verteilt werden soll. In dem Sinne werden wir ein Anwalt unserer marktwirtschaftlichen Ordnung bleiben. In diesem Sinne werden wir die FDP erneuern und auch unsere Schlussfolgerungen aus dem Scheitern bei der Bundestagswahl ziehen. Sie liegen nicht darin, dass wir unseren Wertekompass verändern müssen, sondern dass wir bei den politischen Fragen, die anstehen, eben klarer nach diesem Wertekompass handeln müssen. Wir haben ein Land in einem exzellenten Zustand an eine Nachfolgeregierung übergeben. 42 Millionen Beschäftigte in diesem Jahr, ein absoluter Rekord. Geringste Jugendarbeitslosigkeit.
Ich freue mich, dass insbesondere das sogenannte Normalarbeitsverhältnis zunimmt, also weniger Zeitarbeit, weniger Teilzeitarbeit, weniger geringfügig Beschäftigte, weniger Mindestlohn, weniger Befristung. Also diejenigen, die vorher nicht zufrieden sein konnten mit ihrer Beschäftigungssituation, sind die großen Profiteure. Das sind keine nackten Statistiken, dahinter stehen Millionen Familien, deren soziale Situation sich in den letzten Jahren verbessert hat. Volle Sozialkassen, im letzten Jahr ein ausgeglichener Staatshaushalt. Also wir haben unser Land an eine Nachfolgeregierung in einem vorzüglichen Zustand übergeben. Vielleicht ist das sogar eine Situation, die man demnächst einmal in einigen Jahren als historisches Hochplateau in Deutschland bezeichnen wird. Und in dieser Stärke liegt die Versuchung, sich in den Status quo zu verlieben, verehrte Anwesende. Und wer sich in den Status quo verliebt, wer die gegenwärtige Stärke unseres Landes für selbstverständlich hält, ist bereits dabei, sie zu verspielen. Die große Sorge habe ich, dass genau das in diesen Tagen passiert. Und ich nenne dafür drei konkrete Beispiele und dann komme ich zum Hauptthema des heutigen Abends, keine Angst. Ich nenne drei Bereiche, wo ich diese Befürchtung habe. Die erste, Randolph Rodenstock und ich haben gerade eben ein wenig darüber gescherzt, weil es so paradox ist, bezieht sich genau auf jene erfolgreiche marktwirtschaftliche Politik. In Frankreich haben wir ja das Gegenmodell erlebt. François Hollande hat eine ganz andere Politik verfolgt, wenn ihm sein Privatleben Zeit gelassen hat. Dann hat er Bürger und Betriebe belastet, zusätzliche Bürokratie geschaffen. Der Staat hat der Wirtschaft wieder die Kommandos erteilt. Folge: steigende Arbeitslosigkeit, steigendes Staatsdefizit, sinkendes Wachstum, steigende Jugendarbeitslosigkeit, Stimmung in Frankreich, Katerstimmung, fast Endzeitstimmung. In Deutschland die beschriebenen Erfolge marktwirtschaftlicher Politik. Und nun kommt das Faszinierende. Im gleichen historischen Moment stellt sich François Hollande vor die französische Öffentlichkeit und sagt, ja, wir haben geirrt, wir wollen zukünftig eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, also eine liberale Wirtschaftspolitik machen, die die Möglichkeiten privater Investitionen stärkt, auf Innovation setzen wir entlasten Bürger und Betriebe, wir entbürokratisieren. Und in der gleichen Situation bekommen wir eine große Koalition, die Rente mit 63, steigende Sozialabgaben, mehr Subventionen, weniger Flexibilität am Arbeitsmarkt beschließt. In der gleichen Situation, wo Frankreich liberaler wird, wird Deutschland französischer. So haben wir uns die deutsch-französische Annäherung nicht vorgestellt, meine Damen und Herren. Das sind die falschen Schlussfolgerungen. Ich nenne einen zweiten Bereich, wo sich etwas verändert. Ich darf das sagen, ich bin bei der Bundeswehr ja etwas engagiert, habe da einen Einblick als Reserveoffizier regelmäßig und kann deshalb sagen, unsere Streitkräfte sind international hoch engagiert und operieren an ihrer Belastungsgrenze. Unsere Streitkräfte haben im Übrigen auch ja einen noch lange nicht bewältigten Transformationsprozess zu gestalten, wegen der übrigens auch von uns durchgesetzten Aufhebung der Wehrpflicht. Eine richtige Entscheidung. Und dann lesen wir Interviews von der neuen Bundesverteidigungsministerin Frau von der Leyen, in denen sie kokett mit mehr militärischer Intervention, von Deutschland unterstützter militärischer Intervention spielt. Und dann gibt es auch noch Bestätigung von Herrn Steinmeier. Herr Schulz aus Brüssel lässt ausrichten, wunderbar, endlich könne man sehen, dass es keinen liberalen, sondern einen sozialdemokratischen Außenminister gibt. Hier in München bei der Sicherheitskonferenz äußert sich der Bundespräsident in einer Weise, in der man den Eindruck gewinnen könnte, er gutiere das noch. Und wir bekommen plötzlich eine Diskussion darüber, ja, für weltpolitische Reife muss Deutschland ja zukünftig stärker auch auf militärische Optionen setzen. Und hier erlaube ich mir, falls das der neue Zeitgeist sein sollte, ich glaube nicht daran, aber falls er das sein sollte, erlaube ich mir einen Kontrapunkt. Deutschland hat über Jahrzehnte Verantwortung in der Welt übernommen, aber für uns war klar, die Mittel der Diplomatie müssen Vorrang vor militärischer Intervention haben. Der Einsatz von Militär ist nicht die Fortsetzung der Diplomatie, sondern das Scheitern der Diplomatie. Wir haben gerade in der Ukraine gesehen, welche Kraft ein gemeinsames europäisches Auftreten hat, welche Möglichkeiten Diplomatie besitzt, klug eingesetzt. Und ich verstehe nicht, wie eine Bundesregierung, ich begrüße sehr den Erfolg von Herrn Steinmeier,
dass eine Bundesregierung einerseits in dieser Weise agiert und trotzdem eine solche Diskussion laufen lässt, die Koordinaten unserer deutschen Außenpolitik der letzten Jahre geeignet ist zu verschieben. Und ich erlaube mir einen dritten Punkt zu nennen, wo ich ja nicht nur einen Richtungswechsel in Deutschland seit dem 22. September erkenne, das wäre noch zu wenig gesagt, sondern wo ich einfach nur mit fassungslosem Staunen beobachte, was in Berlin passiert. Sie ahnen, worauf ich jetzt zu sprechen kommen will. Die Affäre Edati, also Affäre Friedrich, also Affäre Oppermann. Da gibt es ein Ermittlungsverfahren gegen einen Bundestagsabgeordneten. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Es gibt ein Ermittlungsverfahren und der damalige Bundesinnenminister verrät dem SPD-Vorsitzenden, dass es da Ermittlungen gibt. Und der SPD-Vorsitzende erzählt das weiter, unter anderem an den Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, und der ruft dann mal eben beim BKA-Präsidenten an, um nichts zu erfahren, wie er gesagt hat. Er hat ihn angerufen, er wollte ja gar nichts erfahren, er wollte aus dem Schweigen etwas dann ermitteln. Das für sich genommen, der Verrat von Dienstgeheimnissen, ist schon ein Skandal. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Politiker bei der Strafverfolgung Privilegien gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern genießen. Wer den Eindruck erweckt, der gefährdet die Autorität unserer Rechtsordnung. Das Vertrauen auf unsere Rechtsordnung mit das Stärkste, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Der eigentliche Skandal ist für mich aber fast noch das, was danach kommt, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Diese Talkshow-Auftritte, diese Chuspe von Herrn Oppermann da bei Frau Illner, noch besser Herr Lauterbach bei Herrn Jauch, wie da argumentiert wird, auch von Herrn Friedrich selbst im Morgenmagazin. Ja, er habe ja nur Schaden abwenden wollen von höherem Rechtsgut. Schaden habe er abwenden wollen und deshalb habe er ein Dienstgeheimnis verraten. Und das höhere Rechtsgut war der reibungslose Staat der Großen Koalition. Meine Damen und Herren, das offenbart ein ganz merkwürdiges Rechtsstaatsverständnis und ein ganz eigentümliches Verständnis von Gemeinwohl. Die Prüffrage ist, wenn in der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 die Grünen Ermittlungsverfahren gegen einen Abgeordneten laufen würden, der vielleicht einen Karrieresprung jetzt hätte machen können, hätte Herr Friedrich dort dann auch angerufen, um Frau Göring-Eckardt zu sagen, passen Sie auf, nicht, dass Ihr Start in die Opposition erschwert wird durch ein solches Ermittlungsverfahren. Das hätte er mit Sicherheit nicht gemacht. Ihm ging es also nicht um das höhere Rechtsgut des Staates, sondern ihm ging es um nicht ein edles Motiv, sondern um ein parteipolitisches Motiv, nämlich den Start von Union und SPD in die Große Koalition belastungsfrei zu gestalten. Wer aber glaubt, die Interessen von Parteien seien gleich mit den Interessen von Staat und Gesellschaft, hat Grundlegendes in unserer Demokratie nicht verstanden. Das überschreitet die Grenze von Rechtsstaat in Richtung Bananenrepublik und das will ich nicht tolerieren, meine Damen und Herren. Verehrte Anwesende, zu dem von der Friedrich-Naumann-Stiftung uns vorgegebenen Thema, Innovationsstandort Europa. Jetzt muss ich mich bei diesem wunderbaren Thema etwas kürzer fassen, weil Sie mir den anfänglichen Exkurs gestattet haben. Aber es ist, fasst das so auf, dass das bereits das Verständnis war. Es ist eines der entscheidenden Themen für die Zukunft unseres Landes und auch unseres Kontinents, in Innovation zu setzen. Wir sind Exportweltmeister als Deutsche, eine Exportnation. Der Wohlstand und auch die Zahl und Sicherheit der Arbeitsplätze, von denen ich eben gesprochen habe, sie hängen unmittelbar damit zusammen, dass wir der Ausrüster der Welt sind. Als Perpetuum mobile, nur durch die Binnennachfrage, diesen Wohlstand, den wir in Deutschland haben, zu generieren und zu erhalten, das wird nicht möglich sein. Erst recht nicht in einer alternden Gesellschaft, in der jede und jeder von denen, die noch wirtschaftlich tätig sind, pro Kopf ja mehr erwirtschaften muss, um überhaupt die Mittel dann bereitzustellen, die wir zur Gestaltung des demografischen Wandels brauchen. Der Export, der Innovationsgehalt unserer Produkte und Dienstleistungen ist also entscheidend dafür, dass wir unseren Way of Life fortsetzen können. Wachstum
und Innovation, beides gehört zusammen. Ich glaube, dass diese beiden Begriffspaare Ausdruck eines natürlichen Bedürfnisses der Menschen sind. Sowohl das Wachstum als auch Innovation. Es ist nämlich das Bedürfnis, das eigene Leben besser zu machen. Es den Nachkommen leichter zu machen. Wachstum ist deshalb auch kein gestriger Begriff, wie uns manche glauben machen wollen. Man kann eigentlich in einer Gesellschaft Wachstum nur politisch verhindern. Wenn die Menschen sich selbst entfalten können, ihre Ideen umsetzen können, ihre Freude an der eigenen Leistungsfähigkeit ausleben können, ist die zwangsläufige Folge Wachstum. Durch Innovation, durch das bessere Produkt. Und diese Wachstumskräfte, sie müssen wir in Deutschland und Europa entfesseln und kanalisieren und nicht länger bremsen. Und dazu habe ich mir drei, vier Thesen aufgeschrieben, wie ich in Bezug darauf die Lage sehe. Im weltweiten Umfeld haben wir neue Spieler auf dem Feld, die längst nicht mehr nur plagiieren, was wir in Deutschland an Patenten und an Innovationen erreichen. Ich war vor einiger Zeit in China, in Shanghai, auf Einladung der Kommunistischen Partei. Warum schmunzeln Sie? Ja? Ich habe es in München schon mal berichtet, ich war ja lange der institutionelle Koordinator der Beziehungen zwischen FDP und KP Chinas. Die FDP und die KP haben ja zusammen auch 82 Millionen Mitglieder. Und so große Parteien müssen sie auf dem Laufenden halten. Ja? Ich war jedenfalls in China und habe in Shanghai Huawei besichtigt. Hochtechnologieunternehmen, Ausrüster für Mobilfunkinfrastruktur. Die machen keine Plagiate mehr. Nein, die sind Technologieführer, Cutting-Edge-Technologie aus der Volksrepublik China. Und wir haben nur dann eine Chance, wenn wir unseren Innovationsvorsprung behalten und nicht nur, wie das gegenwärtig zu oft der Fall ist, unseren Wissens- und Kapitalstock verbrauchen. Wir geben uns mit dem zufrieden, was an Kapital da ist, das wird verbraucht, freundliche Grüße, Rente mit 63. Und bei dem, was an Patenten, Innovation da ist, geben wir uns auch mit vielem zufrieden. Anderes wollen wir nicht. Denn, erste These, wie Michael Vassiliadis, der Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, dieser Tage gesagt hat, in Deutschland gibt es eine grassierende Technologieskepsis. In den USA ist eine Energiewende erreicht worden durch die Schiefergasrevolution, die die Energiekosten halbiert und die Gaskosten gedrittelt hat. Bei uns, man kann im Einzelnen über diese Technologie denken, was man will, wollen wir noch nicht mal die Potenziale kennen. Gentechnologie, grüne Gentechnologie wird in Deutschland abgelehnt. Stammzellforschung, ein Segen für die Menschheit, was da möglich ist, aber es wird nur im Ausland innoviert. Nur da werden die Patente angemeldet. Wir wollen das nicht. Nanotechnologie. Die Deutschen haben Angst. Das Erste also, was wir zur Stärkung des Innovationsstandorts Deutschland und Europa brauchen, ist ein positives Verständnis von Technologie, eine Offenheit für Innovation im Dienste des Menschen. Wir dürfen nicht immer nur die Risiken einer neuen Technologie sehen. Deutschland muss auch die Chancen erkennen. Wir brauchen also nicht nur Mehrheiten gegen etwas, unser Land braucht endlich wieder auch Mehrheiten für etwas. Die zweite. Zweite These leite ich ein mit einer vielen von Ihnen möglicherweise bekannten Anekdote eines Chefs der IBM, als die noch führender Technologie oder man muss fast sagen einziger Computerhersteller der Welt waren aus den 1940er Jahren. Da ist der damalige Geschäftsführer der IBM gefragt worden, wie groß er den Weltmarkt an Rechnern, damals hat man vielleicht Elektrodengehirne gesagt, wie groß er den Weltmarkt schätzen würde. Und seine Antwort war, er könne sich nicht vorstellen, dass man mehr als 4 Computer auf der Welt brauchen würde. Das war 1948, 1949. Eine dramatische Fehlleistung. Und vor dem Hintergrund interpretieren Sie bitte folgende Äußerung von Renate Künast. Ich zitiere wörtlich, ich weiß ganz genau, welche Branchen zukünftig wachsen und welche Branchen schrumpfen müssen. Das ist der Anspruch dort. Innovation und die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft gewissermaßen am Reißbrett oder passenderweise gesagt am grünen Tisch planen zu können.
Dieses Denken ist nicht auf eine Partei fokussiert, sondern das gibt es inzwischen überall. In Deutschland, in allen politischen Parteien ist das zu Hause. Die glauben, man könnte besser von Berlin aus planen, wie sich unsere Gesellschaft entwickeln soll. So lese ich den Jahreswirtschaftsbericht von Sigmar Gabriel, der nicht mehr Markt und Staat gegeneinander austauschen will, sondern der von, wie die SPD-Parteiprogrammatik gesagt, von einer demokratischen Marktwirtschaft spricht. Hört sich gut an, nicht wahr? Demokratische Marktwirtschaft. Wie Deutsche Demokratische Republik. Sie sind ja ein Polemiker. Ja? Ich bin ganz staatstragend als Parteivorsitzender. Als Generalsekretär hätte ich Ihnen vielleicht noch zugestimmt. Aber es geht in die richtige Richtung. Denn die Frage ist ja, demokratische Marktwirtschaft, wer entscheidet da eigentlich über die zukünftige Richtung der Gesellschaft? Natürlich demokratisch legitimierte Politiker, respektive Beamte im Deutschen Bundestag. Eine Regierung entscheidet dann über die zukünftige Richtung der Gesellschaft und keine Bange. Mit Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, Steuern, Subventionen werden die diese zukünftige Richtung dann auch prägen können. In unserer sozialen Marktwirtschaft frage ich Sie, wer entscheidet da aber eigentlich über die zukünftige Richtung der Gesellschaft? Wer ist das da? Das sind Sie, weil Sie sich als Kunden für dieses und gegen ein anderes Produkt entscheiden. Das sind Sie, weil Sie als Unternehmer, Herr Rodenstock, sich für eine Branche, einen Bereich, eine Innovation entscheiden, die Sie vorantreiben und den Rest dem Wettbewerb überlassen. Professor Weidenfels, das sind Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen Wissenschaftler, weil Sie eine Erkenntnis suchen und andere Forschungsfragen anderen überlassen. Und im millionenfachen Zusammenwirken jeden Tag entsteht daraus die zukünftige Richtung der Gesellschaft. Das mobilisiert das in der Gesellschaft vorhandene Wissen. Und liebe Damen und Herren, das unterscheidet uns von den anderen. Wir wollen diese Vielfalt in der Gesellschaft, dieses dezentrale Wissen, wir wollen diese Weisheit der vielen verteidigen gegen die Einfältigkeit der wenigen vom grünen Tisch. Denn ein Einzelner kann irren, aber er oder sie kann auch Pionier einer neuen technologischen Revolution sein, die niemand vor ihm gesehen hat und die von Politikern eher verhindert als ermöglicht worden ist. Das ist die Kraft der sozialen Marktwirtschaft, Innovationen durch dezentrales Wissen zu schöpfen. Und ich nenne einen dritten Punkt, den ich für die Entwicklung des Innovationsstandorts Deutschland und Europa für entscheidend halte, und das ist der einzelne Mensch und seine Qualifikation. Wir haben in Deutschland dagegen seit den letzten Jahren eine, wie ich glaube, fatale Neigung, Gerechtigkeit gegen Exzellenz auszuspielen. Ich bin ein entschiedener Anhänger der Chancengerechtigkeit und fairer Zugänge ins Bildungssystem. Das ist die Frage von Ralf Dahrendorf nach der Bildung als Bürgerrecht. Er hatte damals, entschuldigen Sie, das katholische Mädchen vom Land vor Augen, für das in den 60er, 70er Jahren Bildung als Bürgerrecht durchgesetzt werden musste. Heute würden wir vielleicht vom jungen türkeistämmigen Mann aus Berlin-Neukölln sprechen, wo sich die unterschiedlichen Benachteiligungen bündeln. Da mehr zu tun, das ist fair, ist eine Frage der sozialen Balance einer Gesellschaft. Diese Begabungsreserve und diese individuellen Zugänge, das Leben selbst gestalten zu können, die wollen wir auch verbessern. Verehrte Anwesende, über diese Debatte über Chancengerechtigkeit darf aber eines bitte nicht unter die Räder kommen. Neben dem Breitensport muss es auch Spitzensport geben. Wir können uns also nicht nur mit einem Bildungssystem zufrieden geben, das auf Chancengerechtigkeit alleine setzt. Wir müssen auch die Frage der Bildungsqualität und der Ergebnisse, also der Leistungsorientierung, in der politischen Debatte behalten. Wenn wir nämlich die Spitzentalente, die für die Innovation so wichtig sind, weil sie eine neue Idee haben, weil sie Pioniere sind, wenn wir diese auch akademisch-wissenschaftliche Elite gegen die Förderung in der Breite ausspielen, dann verlieren wir mehr, als dass wir gewinnen. Und aus diesem Grund brauchen wir ein Bildungssystem. Es fängt in den Kindertageseinrichtungen mit naturwissenschaftlicher Unterweisung, spielerischer Heranführung an physikalische Phänomene an. Es geht über ein gegliedertes, begabungsgerechtes Schulsystem, wo das Gymnasium nicht aus ideologischen Gründen untergepflügt wird, wie manche das wollen, hin auch zu einem Hochschulsystem, wo die talentiertesten und besten Köpfe
auch die Rahmenbedingungen brauchen, um ihre Talente hier bei uns in Deutschland zu entfalten und nicht nur in Stanford oder am MIT im anderen Bereich, im anderen Teil über den Atlantik hinaus. Und ich nenne einen vierten, einen letzten Bereich, und der betrifft dann den Kern der Frage europäischer Politik. Wir sind gegenwärtig, verehrte Anwesende, konfrontiert mit einer neuen technologischen Revolution, nämlich der vollständigen Digitalisierung unseres Lebens. Jeder davon ist betroffen. Jeder. Vielleicht fühlt sich nicht jeder betroffen, Sie sind es aber trotzdem. Denn wir unterscheiden uns nur darin, ob wir wissen, dass wir betroffen sind oder ob wir es nicht wissen. Selbst meine Großmutter, die schreibt ihre Briefe auf Büttenpapier mit Füller, die ist betroffen, denn ihr Brief mit Absender und Anschrift, der wird im Verteilzentrum elektronisch weiterverarbeitet. Die ist auch mit dabei bei dieser Digitalisierung des Alltags, wir alle. Hier wachsen jetzt kommerzielle und staatliche Datensammler zusammen und gehen eine Messeallianz ein. Wir wissen gar nicht, was da passiert. Es gibt nur Fragen, die aufgeworfen werden. Oder auch zum Teil wohlmeinende Appelle, wie zum Beispiel der Appell des Google-Chefs Eric Schmidt, der gesagt hat, wenn es Dinge gibt, von denen Sie nicht wollen, dass Sie alle erfahren, dann tun Sie sie nicht. Es hat Phasen im Leben von Horst Seehofer gegeben, da hat er sich das auch gedacht. Dann tun Sie sie nicht, weil das Öffentliche und das Private zusammenfallen kann. Und wer davon ausgehen muss, dass seine persönlichsten Lebensentscheidungen, Informationen, mit wem ich kommuniziere und wann und wo, wenn das öffentlich bekannt werden kann und vor den Augen der Öffentlichkeit oder der eigenen Ehefrau ich mich rechtfertigen muss, dann ändere ich mein Verhalten. Und verstehen Sie, das ist die empfindlichste Freiheitseinschränkung, die ich mir vorstellen kann, die Selbstzensur der eigenen Freiheit. Und deshalb ist die große Aufgabe, ja, da ist einer, der hat eine Respekt für Privatheit, Sie haben lautlos applaudiert. Ja, aber es ist eben eine empfindliche Frage. Und ich führe es deshalb im Zusammenhang mit der Innovation ein, weil es über das Recht auf Privatheit hinaus natürlich auch die finanziellen, die ökonomischen Interessen Europas berührt, auch Ihre. Denn die neue Währung der Zukunft ist Information. Das ist die Währung der Zukunft. Warum glauben Sie, gibt es so viele kostenfreie Angebote im Internet von eigentlich kommerziellen, börsennotierten Anbietern und trotzdem ist die Nutzung der App oder der Software oder der Internetseite kostenfrei. Aus Gemeinnützigkeit? Nein, die wollen ihre Daten haben. Und es sind überwiegend angelsächsische Anbieter, bei denen wir nicht wissen, welche Algorithmen werden verwendet. Was davon geht eigentlich sofort an die NSA oder die CIA und wird weiter bearbeitet? Warum führe ich das hier aus? Wir hatten schon einmal solche Situationen. Die etwas Erfahreneren erinnern sich da noch aus eigenem Erleben. Die Dominanz von Boeing. Europa hat geantwortet mit Airbus. Es gab einmal die strategische Verteidigungsinitiative SDI von Ronald Reagan und die Dominanz der Vereinigten Staaten bei Software und Mikroelektronik. Europa hat geantwortet mit dem Esprit-Programm der 80er Jahre. Es gab das amerikanisch-militärische Satellitennavigationssystem GPS, das, wenn es den Amerikanern nicht gefällt, mit einem Knopfdruck für die Europäer abgeschaltet werden kann. Europa hat geantwortet mit Galileo, unserem eigenen Satellitennavigationssystem, das jetzt gerade, die Satelliten sind jetzt nahezu alle oben, auch genutzt werden kann. Ich frage mich, angesichts der Diskussion NSA, der Dominanz von Anbietern wie Google, wo ist das Projekt der europäischen digitalen Selbstbehauptung jetzt in diesen Tagen? Wo ist das Innovationsprojekt? Das ist eine Frage wirtschaftlicher Interessen und unserer Privatheit gleichermaßen. Also liberaler geht es gar nicht. Es geht um Bürgerrechte und es geht um unsere Wettbewerbsfähigkeit in Zukunftsmärkten. Da muss Europa handeln. Stattdessen haben wir eine Europäische Kommission, die sich um Olivenölkännchen, Staubsauger und Glühbirnen kümmert. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen die, die Zukunftsfragen anfasst. Die Zukunftsfragen anfasst und ein entsprechendes europäisches Innovationsprogramm auf den Weg bringt, in den Bereichen auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten zu kommen. Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, ich kann nicht aus meiner Haut. Ich glaube, am Ende des Tages, um zu mehr Innovation zu kommen, zu Fortschritt und Zukunftsfähigkeit zu kommen,
brauchen die Menschen ihre Freiheit und der Staat sollte die Menschen vor allen Dingen dabei in Ruhe lassen. Die Menschen wissen besser, was Zukunft hat. Sie können es selber verantworten und sie wollen es auch selber umsetzen. Sie brauchen dafür keine Subvention, nur ihre persönliche Freiheit. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt probieren wir mal die Mikrofone aus, ob die funktionieren. 1, 2, 3. Hier ist auch. Ja. Prima. Also zunächst mal auch aus dieser Runde herzlich willkommen. Und Herr Lindner, ich schätze es immer sehr, wenn ein Politiker frei sprechen kann und dann auch über diese lange Zeit. Botschaft angekommen. Ja. Das wirkt dann schon sehr, sehr glaubwürdig und ich bin in den letzten Jahren sehr viel mit Politikern unterwegs und ich weiß, wie schwierig sich der eine oder andere tut, das zu wiederholen, was Sie da gerade vorgemacht haben. Also dafür Respekt, muss ich in diesem Fall wirklich nochmal sagen. Also, liebe Gäste, wir wollen ja heute über die Europäische Union sprechen. Wir wollen darüber sprechen, dass die Europäische Union nicht nur Wirtschaftskrisen und Zwangsvereinheitlichungen bedeutet, aber eben draußen diese Schlagwörter eher immer als erstes ankommen, sondern wir wollen in der heutigen Diskussion einfach auch sehr viel differenzierter über Europa sprechen. Und ich glaube, wenn ich meine Gesprächspartner hier mir anschaue, dass es Beiträge werden, die Europa stärken werden und stärken sollen und ein klares Bekenntnis für Europa sind. Ich möchte kurz noch mal herausstreichen, dass Europa ja auch ganz klare, einmalige Kapazitäten hat, wie zum Beispiel den Finanzplatz in Europa, die Forschungs-, Industrie-, Verkehrs- Standorte, das sind ja ganz dicke Pfunde, die wir hier haben und daraus müssen wir jetzt was machen und wie kann man sie bestmöglich nutzen, das möchte ich eben mit Christian Lindner und Professor Randolf Rodenstock besprechen und jetzt würde ich am liebsten gerne auf das gleich eingehen, was Sie, Herr Lindner, gerade uns erzählt haben. Sie haben uns nämlich mit den Amerikanern verglichen, gerade im digitalen Bereich und da frage ich Sie, woran glauben Sie denn, dass es liegt? Also Google, WhatsApp, Apple, das sind ja jetzt alles keine staatlichen Unternehmen, sondern wenn man sich Apple anguckt, das ist eine Firma, die ist in der Garage erfunden worden. Und Google ist auch von Menschen erfunden worden, die also überhaupt nicht mit staatlicher Unterstützung oder so gerechnet haben oder die in Anspruch genommen haben, sondern das sind Unternehmen, die eben nicht vom Staat erfunden wurden, sondern von Einzelpersonen. Warum entwickeln wir hier in Europa diese Kraft in der digitalen Welt nicht? Erstens, es gelingt in den Vereinigten Staaten offenbar besser und schneller als bislang in Deutschland, von einer Basisinnovation, Idee, Patent aus einer Forschungseinrichtung in ein marktgängiges Unternehmen zu kommen. Also der Innovationstransfer gelingt dort besser als hierzulande. Zweitens, in den Vereinigten Staaten gibt es mehr Gründergeist als bei uns. Wenn ich mal schaue, in den jüngeren Jahrgängen, auch an Hochschulen, wohin strebt man? Auch im ingenieurwissenschaftlichen Bereich, sehr augenfällig auch bei Juristen, geht man in den freien Beruf, gründet man ein Unternehmen oder sucht man eher die Nähe eines Konzerns oder des Staats? Es geht eher dahin. Also der Gedanke, Entrepreneurship zu haben, selbst ein eigenes Geschäft aufzubauen, ist hierzulande geringer ausgeprägt als andernorts. Möglicherweise wegen des Wunsches nach Sicherheit. Vielleicht aber auch, weil die gesellschaftlich-klimatischen Rahmenbedingungen anders sind. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Wer ein Unternehmen gründet, im Erfolgsfall erwartet diesen dann Neid, im Falle des Scheiterns Spott und Häme. Ja, wer soll da die Lust haben, ein Unternehmen zu gründen? So oder so ein Negativsummenspiel, also gehe ich woanders hin. Und es gibt einen dritten Grund,
Und das spricht für Europa. In den Vereinigten Staaten gibt es einen großen Binnenmarkt. Das heißt, gerade technologische Innovationen im digitalen Bereich, die auf eine Sprache und auf einen Wirtschaftsraum setzen, können da sehr schnell, wie die Ökonomen sagen, Skaleneffekte erzielen. Das heißt, sie wachsen sehr schnell in einem Markt und müssen nicht sich an andere Gesetzgebungen, an andere Sprachen anpassen, weil es eben ein großer Binnenmarkt sogar mit einer Sprache ist. Das mit der einen Sprache können wir nicht richtig überwinden, das wissen wir in Europa. Da haben wir Gott sei Dank die Einheit in Vielfalt. Aber der Binnenmarkt als Wachstumsmotor, den haben wir und den müssen wir auch mit der gemeinsamen Währung dringend verteidigen. Herr Rodenstock, Sie wissen, wie es in Deutschland ausgesehen hat, als der Binnenmarkt sich noch nicht so weit geöffnet hat, wie er heute sich geöffnet hat. Wenn Sie das Thema Innovation hören, wo setzt bei Ihnen die Innovation an? Wo müssen wir sie noch weiter fördern? Also ich denke jetzt mal bewusst an Produktinnovation und nicht an kulturelle, politische und sonstige Innovationen, von denen wir auch nicht genug haben. Aber um mal beim engeren Thema zu bleiben, enge ich das nochmal ein. Es wird ja vielfach Innovation mit dem Wunsch verbunden, Beschäftigung zu sichern oder Beschäftigung zu machen. Und da denke ich jetzt mal an die Rolle der Industrie, die hier einen ganz wichtigen Faktor darstellt, wo wir auch ein Prä anderen Ländern gegenüber haben, die Deutschen gegenüber anderen Europäern. Wir haben nämlich die Deindustrialisierung gestoppt vor einiger Zeit, einen leichten Turnaround gemacht und haben doppelt so viel Industrieanteil in unserem Land wie unsere Nachbarn. England gerade noch 10%, wir 25% oder irgend sowas. Warum ist das wichtig? Nicht, weil ich Industrieller bin, das ist auch schön, sondern weil die Industrie das Vehikel ist, Wachstum zu importieren. Wir können unsere Güter an Regionen verkaufen, die stärker wachsen, die dynamischer sind, als es in Deutschland oder in Europa der Fall ist. Und da sieht man jetzt auch, wo die Schwerpunkte sind. Bei uns in Europa und in Deutschland ist Innovation sehr stark an Industrie gebunden. In Amerika schaut das ganz anders aus. Also wir investieren, die europäischen Firmen investieren, schlagen Sie mich tot, 2/3 ihrer Mittel in sowas wie Automobil, Chemie und dergleichen. In Amerika gehen 2/3 in ganz andere Bereiche, nämlich in Informations- und Kommunikationstechnologie, in Biotechnik, in Gentechnik und in solche Dinge. Und da sehen Sie, nicht, wo da die Unterschiede liegen. Und ich sage jetzt nicht, das eine ist richtig und das andere ist falsch, weil nämlich die Felder, in denen die deutsche Industrie tätig ist und innoviert, ja, große Nachfrage auf den Weltmärkten haben. Gerade die Emerging Markets brauchen Infrastruktur, brauchen Medizintechnik, brauchen Umwelttechnik, Wassertechnik, Recycling-Geschichten, all solche Dinge, in denen wir hervorragend und vielfach Weltmarktführer sind. Die andere Geschichte mit der Digitalisierung der Welt, an der nehmen wir nicht teil, weil in der Tat bei uns Innovation eher eine marginale Innovation ist. Ja, also unser Maschinenbau innoviert ganz erheblich, aber es sind eben keine Breakthrough-Innovations, sondern eher graduelle, die durchaus ihren Wert haben. So, Punkt. Woran das liegt, zum Teil Herr Lindner erwähnt. Ich könnte auch noch, aber ich soll ja nicht länger als 1,30. Ich erzähle Ihnen nämlich nachher gerne, wenn Sie nachfragen, was eigentlich in den Unternehmen los ist. Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, dass ich nicht nachfrage. Das würde mein Berufsbild einfach auf den Kopf stellen. Greife das aber gerne auf und frage Sie, der Professor Rodenstock hat schon gesagt, dass es also verschiedene industrielle Märkte gibt, auf denen wir uns als Deutsche gut bewegen. Was Sie ausgelassen haben, ist die Automobilindustrie. Da ist allerdings in Deutschland jeder 5., 6. Arbeitsplatz direkt mit verbunden. Wir wissen, dass die Automobilindustrie gerade in China jetzt ungeheuer stark ist. Hier sagt der eine oder andere, in Europa ist der Markt schon ziemlich gesättigt.
die Frage soll dahin führen, setzen wir nicht langfristig auf das falsche Pferd? Müssen wir nicht, also Sie haben es ein bisschen angedeutet, eben doch mehr die Digitalisierung uns angucken und den Start-ups mehr bessere Möglichkeiten geben? Ein Satz vorweg. Ich finde es großartig, mit Professor Randolf Rodenstock hier oben jetzt zu sitzen. Und ich muss sagen, er hat so viel Substanz, er hat als Unternehmer eine beeindruckende Lebensleistung und hat in dieser schwierigen Phase für die FDP gesagt, ich will jetzt mit Pioniergeist am Wiederaufbau der FDP mitwirken. Das ist ein Grad von Zivilcourage, wo ich nur sagen kann, großer Respekt. Ja? Bin ich toll. Hoch innovativ und hoch riskant. Ja. Da sieht man den erfolgreichen Unternehmer, der hat eben gesehen, bei der FDP sind jetzt Kaufkurse. Ja? Mir lag auf der Zunge so zu sagen, tiefer kann es ja nicht mehr gehen. Ja? Also, ja. So, also, setzen wir aufs falsche Pferd? Ja, wer will das denn entscheiden? Wer will das denn entscheiden? Das ist ja genau die Frage mit dem grünen Tisch. Wenn ich mal in Erinnerung rufe, in den 1990er Jahren hat man geglaubt, Finanzdienstleistungen seien das Nonplusultra. Und Großbritannien hat erlaubt, dass die gesamte Realwirtschaft, die gesamte industrielle Infrastruktur abgewickelt wird, weil man sich auf Finanzdienstleistungen konzentriert hat. Das haben wir nicht gemacht, weil wir ein anderes wirtschaftliches Verständnis, auch volkswirtschaftliches, ordnungspolitisches Verständnis haben. Wir sind heute himmelfroh, dass wir den industriellen Kern haben, der übrigens aber auch unmittelbar mit der Digitalisierung verbunden ist, weshalb wir uns nicht abkoppeln können. Denn die industrielle Produktion wird, Randolf Rodenstock kann das viel kompetenter darstellen als ich, wird sich ja auch verändern. Stichwort Industrie 4.0, also das Produkt wird einzigartiger, es wird direkt vernetzt, es wird über den gesamten Lebenszyklus weiterverfolgt, bekommt eine eigene IP-Adresse. Also insofern müssen auch wir, die wir zu Recht mit einem hohen Anteil unserer Wertschöpfung auf klassische Industrie setzen, trotzdem teilnehmen an dieser Innovationsrunde Digitalisierung. Und dafür muss die Politik Voraussetzungen, Rahmenbedingungen schaffen, wie ich es eben angeregt habe. Dann doch noch mal zu Ihnen. Also wie nimmt man denn jetzt die Innovation so auf, dass sich da ein Mehrwert und größere Umsätze daraus erwirtschaften lassen? Das ist, glaube ich, die Kernfrage, weil es wird ja viel diskutiert, sind wir ein Innovationsstandort, innovationsfreundlich und so. Und da kommt bei verschiedenen qualifizierten Befragungen, Untersuchungen raus, ja, wir haben sehr gute Grundvoraussetzungen für Innovation, sind da in Europa und in der Welt irgendwo in der Spitzengruppe. Und Europa übrigens ist in der Welt auch Spitze, was die Innovationsgrundlagen betrifft. So. Warum kommt nicht mehr Basisinnovation raus bei uns? Jetzt schauen wir mal in die Betriebe. Wir sind sehr stark mittelständisch geprägt. Und einem richtigen Mittelständler, sagen wir mal mit 200, 300, 400 Mitarbeitern, fällt es sehr schwer, Kooperation mit Hochschulen zu machen. Nicht? Also die großen Siemens, BMW dieser Welt tun das ganz ausgezeichnet. Aber der mittelständische Unternehmer hat da weder Zeit noch Kopf, das wirklich zu machen. Mhm. Punkt 1, ein riesen Defizit. Punkt 2 ist German Overengineering. In Deutschland kommen die Innovationsimpulse überwiegend aus den Entwicklungsabteilungen, aus der Technik und nicht aus dem Marketing. In keinem Land der Welt wird so wenig Marktforschung getrieben wie in Deutschland. Und glauben Sie, einem deutschen Ingenieur wäre eingefallen, dass man mit einem Handy telefonieren muss, mit einem Handy fotografieren muss? Glauben Sie, einem deutschen Ingenieur wäre eingefallen, eine Swatch zu machen? Das sind ja Dinge, die aus der Überlegung kommen, was könnten die Leute denn für verborgene Bedürfnisse haben, die sie auch aus Befragungen nicht rauskriegen. Also da muss man anders rangehen. Ich sage nicht, dass wir keine Ingenieure brauchen, aber das beschriebene Phänomen führt eben dazu, dass wir in Investitionsgütern sehr gut sind im Markt, auch ziemlich innovativ, aber in Konsumgütern relativ schwach und in anderen Gütern wie Google, Yahoo, solchen Soft-Dingen
praktisch gar nicht vorhanden, weil es bei uns zu wenig Leute gibt, die fantasievoll über den Menschen und seine zukünftigen Bedürfnisse nachdenken. Muss man nicht auch noch zwei Punkte, können Sie mich dann später auch nochmal fragen. Ja. Bildung und Forschung, ist das nicht auch etwas, was man noch viel enger miteinander verknüpfen muss? Denn wir sehen ja, dass viele Forscher auch gerne dann mal nach Amerika gehen, um dort zu forschen, weil es heißt, dort sind die Möglichkeiten einfach auch viel besser, die die Universitäten bieten. Und ist das nicht auch ein Nachteil für den Innovationsstandort Deutschland? Also ich sage Ihnen, daran liegt es nicht. Man kann auf dem Bildungssektor, insbesondere auf dem akademischen, also Hochschulsektor, vieles und manches besser machen, internationalisieren, modernere Unterrichtsmethoden und all dies. Für mich, das mag jetzt ein bisschen egozentrisch aus meiner Lebenserfahrung gesprochen sein, für mich ist das, was in den Betrieben passiert, erstmal A, ich neige nicht dazu zu sagen, lieber Staat, mach du mal Innovation für uns. Ich neige übrigens auch nicht dazu zu sagen, lieber Staat, fördere mal die Entwicklungstätigkeit in unseren Betrieben. Also wir sind ja gegen Subventionen, da muss man eigentlich auch gegen sowas sein. Und ich möchte mir als Unternehmer am allerwenigsten die schumpetersche Kernaufgabe des Unternehmers, nämlich gestalten, erfinden, verändern, auch noch vom Staat bezahlen lassen. Das geht mir wirklich zu weit. Nein, ich möchte noch mal auf die Betriebe zurückgehen. Wie sieht es denn bei uns mit der Innovationskultur aus in unseren Betrieben? Haben wir wirklich in unseren Firmen hinreichend sowas wie hierarchiefreie Kommunikationsräume, wo man also mal Gedanken spinnen kann, ohne dass der Chef immer recht hat? Haben wir wirklich angstfreie Zonen, nicht, wo man spinnen kann, ohne als Depp in die Ecke gestellt zu werden? Und haben wir einen Team-Spirit, einen Kooperationsgeist in unseren Firmen? Hinreichend genug, meine ich. Ja, Zusammenarbeit. Oder haben wir Fürstentümer, die Grenzen nicht überschreiten? Was haben Sie gemacht, als in Ihrer Firma einer was entwickeln wollte, das dafür viel Geld ausgegeben hat und das Ding dann nicht geflogen ist? Haben Sie ihn dann gestreichelt und gesagt, kannst du nochmal versuchen? Oder wie sind Sie mit ihm umgegangen? Wir haben alle gemeinsam Verantwortung für sowas gehabt. Es hat keiner was entwickelt, ohne dass ich da vorher mal was davon gehört hatte. Gerade wenn es teuer war, haben wir uns das gemeinsam im Vorstand und in anderen Bereichen überlegt und gesagt, wir machen es oder machen es in anderen Fall nicht. Und wenn es schief geht, haben wir halt alle unsere Verantwortung. Also das kann man eigentlich nicht einem oder einem Bereich allein. Ich glaube, da sind uns die Amerikaner voraus. Da sind sie einfach, when you fail, then try again, sagt der Amerikaner. Und bei uns ist es oft so, und da haben Sie auch eben so ein bisschen den Ansatz hingebracht, dass das in den Unternehmen eigentlich nicht geduldet wird. Da wird eigentlich der Erfolg gleich erwartet. Und wenn er nicht kommt, dann ist der Nächste dran. Das ist auch der Markterfolg, das ist nicht nur der Entwicklungserfolg. Es ist ja nicht so, dass wenn ich das Produkt dann endlich nach vielen Jahren entwickelt habe und auf den Markt bringe, dass der Erfolg dann schon garantiert ist. Ich nenne Ihnen ein Beispiel aus meiner Industrie, das berühmte Gleitsichtglas. Es wurde in Frankreich erfunden, leider nicht in Deutschland. Wir haben da wahrscheinlich zu viele Ingenieure gehabt. Das Gleitsichtglas wurde in Frankreich erfunden, auf den Markt gebracht und war eine Revolution und keiner wollte es. Weil die europäischen Optiker gesagt haben, dieses Ding hat nicht die optimale Abbildungseigenschaften, die man halt von einem sphärischen Glas erwartet und deswegen ist es nichts. Die haben Jahre, 10 Jahre und mehr, nicht nachgegeben, haben das Produkt im Markt gehalten, haben gepusht, haben argumentiert und heute sind sie Weltmarktführer. Wenn ein Unternehmen diese Luft hat und auch diese Toleranz, dann ist das sicherlich das, was zum Erfolg führt. Aber ich glaube, es wird auch sehr oft früher der Hahn zugedreht und dann frustriert man natürlich die Mitarbeiter dadurch auch. Wenn, Herr Lindner, es geht ja jetzt auch nicht nur um deutsche Firmen in Deutschland, sondern Sie könnten sich wahrscheinlich, wie andere auch, ausländische Firmen vorstellen, die in Deutschland Innovationskraft einbringen und dann eben auch weltweit Produkte vermarkten. Wie glauben Sie, dass Deutschland sich für ausländische Arbeitnehmer, aber auch für ausländische Unternehmen attraktiv machen kann? Ja, zwei Fragen. Wie sind wir und wie werden wir, wie bleiben wir attraktiv für Unternehmen, die in Deutschland entwickeln wollen? Was ist deren wichtigste Ressource? Wie Randolf Rodenstock zu Recht gesagt hat, es ist nicht die öffentliche Forschungsförderung.
die attraktivste Ressource sind hochqualifizierte Entwickler, Wissenschaftler, Ingenieure, die in der Lage sind, auch dann in Unternehmen diese Prozesse anzustoßen. Da haben wir gegenwärtig einen guten Stand. Wir sind mit der Babyboomer-Generation eine exzellent gebildete Nation, haben eine große Ressource mit enormer Leistungskraft, übrigens auch finanzieller Feuerkraft. Und das muss erhalten bleiben, auch angesichts eines demografischen Wandels. Und der zweite Punkt, es ist das Klima, das gegenüber neuen Technologien, neuen Anwendungen von bestehenden Technologien vorherrscht. Ich nenne Ihnen aus meinem Bundesland Nordrhein-Westfalen ein Beispiel. Wir haben den Bayer-Konzern dort, ein hochinnovatives Unternehmen, die auch im Bereich Crop Science, also Agrarwissenschaften, tätig sind. Da werden auch bestimmte Züchtungsmethoden auch unter Einsatz beispielsweise von Gentechnologie auf den Weg gebracht. Da gibt es dann abgesperrte Felder, wo das erprobt wird. Und auf der anderen Seite wird das im Internet veröffentlicht. Und dann kommen Menschen dahin, die dagegen sind und trampeln das alles kaputt. Das Ergebnis ist, ein solches Unternehmen schließt in Deutschland seine Forschungen ab und verlagert das alles nach North Carolina in die USA. Da machen die das jetzt. Also es ist eine Frage auch der Technologieakzeptanz und der Bereitschaft, Risiko und Chance zu sehen. Keine Innovation ist ohne Risiko. Die Frage ist, ist das Risiko verantwortbar oder nicht? Eine Null-Risikogesellschaft. Wenn eine Gesellschaft Null-Risiko sein will, dann hätte sie auch nicht mal die Eisenbahn einführen dürfen, hätte an dem technologischen Standpunkt möglicherweise schon beim Rad oder beim Feuer Schluss machen müssen. Aber die Menschheitsgeschichte hat gelehrt, es gibt eben Innovationen, die sind auch verantwortbar und solchen muss man eine Chance geben. Meine Damen und Herren, wir würden auch gerne, dass Sie an dieser Diskussion teilnehmen und da ist die erste Wortmeldung. Ich würde mal sagen, wir nehmen so 2-3 Wortmeldungen und dann machen wir noch eine Runde hier intern sozusagen auf der Empore und dann sind Sie noch mal dran. Also der Herr, bitte stellen Sie Ihre Frage. Wacker mein Name. Ich habe 40 Jahre lang eine Patentanwaltskanzlei mit über 100 Mitarbeitern aufgebaut und bin stolz, dass wir viele Erfindungen betreuen können, leider zunehmend mehr aus Asien und leider immer weniger aus Deutschland, weil wir seit 15 Jahren rückläufige Patentanmeldezahlen in Deutschland haben und steigend in Asien. Warum rückläufige in Deutschland? Weil der deutsche Mittelständler immer weiter wegbricht, nicht die Großunternehmen, nicht die Hidden Champions, die ihre Märkte absichern. Der normale Mittelständler bricht immer weiter weg. Und das hat eine ganze Reihe von Gründen. Und deshalb ist meine Frage, wieso hat die FDP, vielen Dank, dass das Thema wenigstens nach der Wahl jetzt zum Thema wird, sich nicht gekümmert, die Sicherheit, gerade aus dem Besitz des Justizministeriums, hier zu schaffen, dass auch Mittelständler ihre Rechte durchsetzen können. Denn viele Mittelständler sagen, wenn wir veröffentlichen, sind wir schutzlos. Frage verstanden, vielen Dank. Ich glaube, Herr Lindner, die Frage ging an Sie. Ja, Herr Macke, wir beide müssen dann mal sprechen über das, was konkret rechtlich nötig ist aus Ihrer Sicht zur Rechtsdurchsetzung von Innovationen im Mittelstand. Mit Blick auf den Mittelstand habe ich allerdings eine zweite Sorge. Ihre ist die erste, nehme ich ernst, beschäftige mich damit, wenn wir beide ins Gespräch kommen. Die erste Sorge, die ich aber habe, ist eine gewisse Abstinenz im Mittelstand, was Innovationen angeht. Das Gros unserer kleinen und mittleren Betriebe hatte einen Gründer in den 60er, 70er Jahren. Da gab es dann die Basisinnovation. Und mit der Basisinnovation ist gearbeitet worden, aber irgendwann hat sich der Weltmarkt verändert. Mein Beispiel ist immer ich komme aus dem Bergischen Land, wie vielleicht mancher von Ihnen weiß, Solingen mit der Vielzahl von unterschiedlichen metallverarbeitenden Betrieben. Eins hat dann ein wunderbares Messermahl entwickelt und dann hat man über die Jahre den Griff verändert und die Farbigkeit ein bisschen am Marketing. Aber Veränderungen in der Materialwissenschaft, neue Legierungen, sind an dem Unternehmen mit vielleicht 100 Mitarbeitern völlig vorbeigegangen. Und plötzlich
ändert sich das Marktumfeld fundamental, weil dann kommt der chinesische Anbieter, keine Angst vorm gelben Mann, ich könnte auch sagen russischer oder wie auch immer, kommt der Anbieter aus dem Ausland mit besseren Materialien und dann ist plötzlich der Marketingvorteil komplett verloren gegangen und das Unternehmen scheidet aus. Da mache ich mir Sorgen. Die Experten sprechen von der ein ganz wunderbares Wort, Innovationsabsorptionskompetenz. Ja? Die Innovationsabsorptionskompetenz, also aus der Wissenschaft Erkenntnisse in den betrieblichen Alltag zu übernehmen. Bei Randolph Rodenstock, solchen großen Playern, da gelingt das, sie haben ja eigene Forschungsabteilungen. Bei dem Gros unserer mittelständischen Betriebe, die viel kleiner sind, gibt es in der Regel noch nicht mal eine Forschungsabteilung. Gibt es vielleicht noch nicht mal einen entwickelnden Ingenieur bei vielen. Und da müssen wir uns drum kümmern und Lösungen finden. 1,30, ich weiß, deshalb nur zwei Stichworte. Die zwei Stichworte wären steuerliche Forschungsförderung, keine Subvention, wo Beamte dabei sind und sagen ja oder nein. Steuerliche Forschungsförderung hat in Österreich exzellente Ergebnisse erzielt und überlegen, ob man nicht die Kooperation zum Beispiel mit Fachhochschulen stärker und einfacher macht. Der Herr mit der Brille, diese 1,30, die kommen eigentlich aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo ich auch mal vor vielen Jahren angefangen habe. Da hieß es bei der ARD, und bist du noch so fleißig, du kriegst nicht mehr als 1,30. Also daran macht sich dieser Spruch fest. Bitte sehr. Ja, ich möchte, mein Name ist Rainer Burkhardt. Ich beschäftige mich als Journalist mit dem Thema Innovation schon ziemlich lange und möchte auch hier mal gegen zwei Mythen hier mich aussprechen. Die eine ist die von Herrn Lindner, die ja eben gesagt hat, dass kleine Mittelständler nicht innovieren. Das mag vielleicht für Solingen stimmen, aber für Bayern und Baden-Württemberg stimmt es weitgehend nicht. Ich kenne durchaus Firmen, die vor 40, 50, 70 Jahren angefangen haben, die immer wieder weiter innovieren, das, was der Herr Rodenstock ja auch sagte, mit dem sogenannten Marginalen. Die Zusammenarbeit mit Fachhochschulen ist zum Beispiel in Baden-Württemberg und Bayern extrem gut. Da gibt es ja auch zum Beispiel Steinbeil-Stiftung und alles Mögliche. So, der zweite Mythos ist, dass alle Innovationen eigentlich immer aus der Hochschule oder aus der Universität kommen müssen. Wenn man zum Beispiel sich das iPhone anguckt, da kommt überhaupt nichts aus der Universität. Im iPhone steckt zum Beispiel der MP3-Standard, der hier von dem Fraunhofer-Institut entwickelt wurde, und letztlich die japanische Entwicklung der Fotokamera. Was der Steve Jobs gemacht hat, ist eigentlich nur, dass er diese Sachen zusammengeführt hat zu einem verkaufsfähigen Produkt. Und das immer wieder beim Thema Marketing. Gut, Herr Rodenstock, wollen Sie mal anfangen? Ja, ich kann ja das mit der Innovation, Forschung und so und Mittelstand ein bisschen objektivieren. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hat vor längerer Zeit gerade das Thema Mittelstand gegen Großbetriebe und so mal ein bisschen entmystifizieren wollen, weil mir das zu blöd war, die Diskussion, ehrlich gesagt. Und dabei kam raus, dass beide Seiten, beide Gruppen, die Schnittstelle liegt bei 50 Millionen Umsatz in dem Fall, gleich tüchtig sind, Eigenkapitalrendite und all das durchaus vergleichbar ist. Zwei Unterschiede hat es gegeben. Der eine, die kleineren sind sehr wenig exportorientiert, auch indirekt, haben wenig Kunden, die exportieren. Und das zweite war aber, sie treiben wenig Entwicklung und wenig Innovation. Und da wollten wir auch rangehen, genau wie Sie sagen, Kooperation mit Hochschulen, mit Fachhochschulen und so. Wir haben ein Programm aufgelegt, um diese eine Brücke zu bauen, hieß glaube ich Technologiebrücke oder irgend sowas ähnliches, haben Millionen da, nicht sehr viele, aber einen kleinen einstelligen Millionenbetrag da investiert, mit so gut wie null Erfolg. Da haben sich 20 Firmen beteiligt. Ja? Also ich möchte an der Stelle sozusagen mich und meinen Kollegen auch mal auf die Brust und nicht an die Brust und nicht nur auf die Schulter klopfen. Da müssen wir uns schon selber bewegen und auf die Hochschulen zugehen. Und das nimmt uns ehrlich gesagt keiner ab. Da hinten war eine Dame, wenn Sie sich auch mal äußern würden, bitte. Ja, 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 genau Sie. Herr Professor Rodenstock, Sie haben hier mehr als aus der Seele gesprochen. Ich studiere Jura in München und habe mich nebenher an zwei Startups beteiligt. Einmal Social Media, eine App,
und einmal in einer Destillerie für Spirituosen. Also gänzlich unterschiedlich. Das Thema ist für mich auch nochmal über die Politik hinaus und über Bildungspolitik aus dem parlamentarischen Umfeld und dem, was Unternehmer auch letztlich sehen wollen an Lebensläufen. Wie sieht die Akzeptanz in der Gesellschaft für ein bisschen Verrücktheit aus? Wie viel Platz, wie viel Raum wollen wir dem Ganzen geben? Also ich glaube, wir geben der Verrücktheit eine ganze Menge Raum im öffentlichen Leben. Ich denke da zum Beispiel an Berlin und an bestimmte Teile Münchens. Aber das war ja nicht Ihre Frage. Naja, wir müssen die Verrücktheit definieren. Also ich glaube, damit meint sie doch Kreativität. Ja, ja. Und auch die Frage, wie viel Risikokapital ist Deutschland bereit, in Verrücktheit zu investieren, damit sowas rauskommt wie ein iPhone oder ein iPad oder WhatsApp und ja, diese ganzen Sachen, die im Moment ja die Welt beherrschen. An erster Stelle steht natürlich die Frage, wie viel Risiko ist ein Unternehmen bereit zu nehmen, beim Recruiting von People, ne? Also nehme ich, beim Einstellen von Leuten, nehme ich da auch mal einen Soziologen oder einen Literaturwissenschaftler, der 5 Jahre eine Kneipe geführt hat und dann ins Marketing will oder solche Geschichten. Das sage ich Ihnen, das sind nach meiner Erfahrung, einschließlich meiner eigenen Firma, sind wir nicht gut. Warum sind wir nicht gut? Weil der Chef sagt, ihr müsst solche Leute einstellen, der Oberste, der Vorstandsvorsitzende oder der Personaldirektor. Aber der unmittelbare Vorgesetzte, der die Entscheidung letztendlich trifft, der geht doch kein Risiko ein. Der stellt jemanden ein, der performt nicht und dann sagt der nächste Chef, bist du verrückt gewesen, Literaturwissenschaftler einzustellen? Nimm doch einen, der Marketing an der Fachhochschule gemacht hat. Herr Lindner, Sie nicken. Kann man da was tun von der politischen Seite her, dass man Verrücktheit im positiven Sinne unterstützt und eben wirklich diese Kreativität, die ja in Deutschland mit Sicherheit da sein muss, aber die nicht richtig rauskommt für viele Leute? Ich glaube, dass man da politisch mit dem Gesetzesbefehl nichts machen kann und auch nicht sollte. So ähnlich wie das, was Randolph Rodenstock gerade gesagt hat, man kann Möglichkeiten bieten, um die Innovationstätigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen anzuregen, aber am Ende muss eben die ausgestreckte Hand auch genommen werden. Und insofern ist es eine Aufgabe, an der wir im öffentlichen Diskurs, so wie wir hier miteinander sprechen, arbeiten. Die Frage insofern hat schon einen Beitrag geleistet, den Aspekt jetzt uns allen vor Augen zu führen. Und in der Weise muss sich eine Gesellschaft verändern. Und hoffen wir mal, dass gegenwärtig und zukünftig immer mehr in vielen Unternehmen eben das Potenzial der Vielfalt auch gesehen wird. Menschen, die einen anderen ethnischen Hintergrund haben, die einen anderen Ausbildungshintergrund haben, können eben Unternehmen auch bereichern. Denn so wie die Gesellschaft bunter wird und auch dann die Konsumentenbedürfnisse sich verändern, müssen eben Unternehmen auch in sich diese Vielfalt abbilden lernen. Übrigens trifft das auch auf Parteien zu. Ja? Ja, ich heiße Bauer und bin Mediziner und als solcher ist immer ein bisschen gewohnt, zu versuchen, an den Anfang eines Missstandes heranzugehen. Und als 63-jähriger Jungrufti erlaube ich mir auch gleich eine etwas provokante Feststellung. Wenn ich hier so herumschaue, dann bin ich wahrscheinlich noch einer der Jüngeren. Es gibt im Durchschnitt auf jeden Fall. Und das ist natürlich, glaube ich, ein wesentliches Problem. Mit 50 oder mit 60 hat man nicht mehr den großen Hunger nach Neuerungen. Da will man das Bestehende erhalten. Und uns fehlt eigentlich die junge Generation. Sie haben von den Babyboomern geredet, aber die Babyboomer sind heute auch schon 40 und älter. Und seither haben wir ein massives Geburtendefizit. Es wird immer so dargestellt, das könnte man durch Einwanderung korrigieren. Das geht sicher nicht im Bereich der höher Qualifizierten, denn diejenigen, die nicht in Deutschland sozialisiert sind, bis die in Deutschland, gesetzt den Fall, sie kommen überhaupt hierher, denn ich meine, die intelligenten Inder sind nicht so blöd, wenn sie in Amerika Karriere machen können, dass sie nach Deutschland gehen. Mit der Einwanderung können wir das Problem nicht lösen.
Und das große Defizit aller Parteien, da sehe ich aber auch die FDP drin, ist natürlich, dass man seit Jahrzehnten eigentlich keine konsequente Familienpolitik, keine konsequente auf Erhöhung der Geburtenrate gezielte Wirtschaftspolitik und Steuerpolitik durchführt. Also Herr Lindner, uns fehlen einfach die jungen Leute, die gehen uns aus. Der eine oder andere sagt natürlich, dass wir durch Einwanderung auf jeden Fall es ein wenig ausgleichen können, dass man damals, Sie haben die Inder angesprochen, das Thema auch in Deutschland gar nicht richtig behandelt hat und denen den Einstieg einfach auch viel zu schwer gemacht hat. Hat die Politik da versagt? Ja, wir haben über Jahrzehnte eine in der Beziehung sehr unehrliche Debatte geführt. Also gerade jetzt die Frage Inder, das war ja die seinerzeitige rot-grüne Bundesregierung, die völlig zu Recht auf Probleme beim Fachkräftemangel auch durch gezielte Zuwanderung geantwortet hat, hat sich dann einer bräsigen CDU-Kampagne Kinder statt Inder konfrontiert gesehen seinerzeit. Das ist gar nicht so lange her, das ist erst 14 Jahre her, das war im Jahr 2000. Wenn wir es ganz nüchtern sehen, mit Ihrem Hinweis auf eine Familienpolitik, die die Geburtenrate steigern soll, hätten Sie recht gehabt, und zwar in den 1960er, 70er Jahren. Heute ist damit der demografische Wandel nicht mehr zu bewältigen. Jede Frau im Alter, in dem sie noch Kinder bekommen kann, müsste in Deutschland, jede, inklusive der hier Anwesenden, müsste im Durchschnitt 7 Kinder bekommen, um den demografischen Wandel noch aufzuhalten. Ich wünsche viel Erfolg, ja, wünsche viel Erfolg, aber nicht jeder hat die gleichen familienpolitischen Vorstellungen wie Ursula von der Leyen. Also es werden nicht alle tun. Es ist so. Und deshalb ist die Zahl, Sie atmen schon scharf ein, ich weiß, die 1,30. Bis 2030 fehlen uns 2,4 Millionen Beschäftigte in Deutschland, die in den Ruhestand eintreten. 2,4 Millionen bis 2030, wenn sich nichts ändert. Was tun? Erstens Bildung, da in die Breite und in die Spitze gehen, wenn in manchen Städten von gerade den Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte in Großstädten ein Drittel ohne jeden Schul- und Berufsabschluss bleibt. Ein Drittel in den Großstädten. Eine Katastrophe individuell für die Biografie, aber natürlich auch für die Gesellschaft, weil die ja nicht beitragen zum Wachstum, sondern die müssen natürlich versorgt werden. Und der zweite Punkt ist, natürlich brauchen wir qualifizierte Zuwanderung, gemessen an deutschen Interessen. Wir müssen uns nur die Frage stellen, sind wir eigentlich im Vergleich mit anderen, Sie haben es angedeutet, Herr Bauer, sind wir im Vergleich mit anderen eigentlich attraktiv genug für die spannendsten Köpfe der Welt? Denn wir haben die Sprachbarriere Deutsch. Und wir haben diese Gesellschaft, die so ein klein wenig in die Idee der Gleichheit verliebt ist und gegenüber Spitzentalenten, die vorankommen wollen, mitunter die Nase rümpfen. Ja, bei uns wird ja derjenige, der den Dreier-BMW bei der Tankstelle volltankt, dem wird ja nicht gratuliert, oh wunderbar, was Sie hier für ein tolles, teures Auto haben, wie viel Mehrwertsteuer Sie gezahlt haben, großartig. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es die schiefen Blicke. Und das ist für Leute aus anderen Kulturregionen, Indien, die einen individuellen Aufstieg haben wollen, ist das nicht attraktiv. Die gehen in die Vereinigten Staaten, wo Aufsteigergeschichten gefeiert werden. Da müssen wir uns verändern, damit wir attraktiv sind für die besten Köpfe. So sind wir es nicht. Herr Rodenstock, als Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, werden Sie das Thema ja auch gehört haben, dass also viele mittelständische Unternehmen eben auch das Problem haben, dass der Nachwuchs fehlt. Wie ist denn da die Stimmung, dass man eben diesen Nachwuchs ja doch irgendwo herbekommen muss? Wie denken da Ihre Kollegen? Wie wollen Sie dieses Gap überhaupt überbrücken? Naja, was die Kollegen und was wir in der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft diskutieren, ist eben ein multimedialer Ansatz sozusagen, nicht, der davon reicht, die Vermittlung, die Arbeitsvermittlung, also die Vermittlung von Arbeitslosen nochmal zu verbessern, da ist noch ein ganz schönes Potenzial drin, mehr Menschen in Arbeit zu bringen, also länger arbeiten, Frauen in Beruf zu bringen, das ganze weite Bildungsthema, wo immer noch viel zu wenig gemacht wird, weil es kommt ja darauf an, was die Leute können und gelernt haben. Ne? Und dann natürlich die Zuwanderung. Ich will das gar nicht an die erste Stelle stellen mit der Zuwanderung. Nur eins, mit der Sozialisierung ist es nicht so, dass das Jahrzehnte dauert. Wir haben ein Projekt,
das heißt Talent im Land. Da werden Leute, also junge Leute, Schüler gefördert, die von Russland, Osteuropa, Asien nach Deutschland kommen. Das sind dann zwar solche, die irgendwie schon ein bisschen Energie und Ehrgeiz haben, und die werden gefördert als Schüler und ins Studium hinein. Das kostet Geld, aber das sind Spitzenleute, ja, die innerhalb von 5 Jahren nicht nur fließend Deutsch können, sondern alles andere auch besser können als die meisten Deutschen. Ehrgeiz haben, auch gewisse Werte und Moralvorstellungen, auch wenn sie aus Asien kommen. Also ich bin da wirklich begeistert, und glauben Sie nicht, wir tun viel zu wenig, um die Leute, die von draußen kommen, hier zu integrieren. Die sogenannte Willkommenskultur, die lässt doch auf sich warten. Und nur noch eine Bemerkung zur Familienpolitik. Die ist bei uns zerflettert. Wir haben 200 Programme für Familienförderung. Keine Familie spürt, dass da eigentlich Geld fließt und Anreize geschaffen werden können sollen. Aber wie wäre es denn, wenn wir die Frau nicht mehr vor die Wahl stellen, Kind oder Beruf? Unsere jungen Frauen sind hervorragend qualifiziert, viel besser als vor einer Generation. Und dann wollen wir doch nicht ernsthaft, dass die zu Hause bleiben, die Herdprämie nehmen und auf den Beruf verzichten. Das können wir uns gesellschaftspolitisch auch gar nicht leisten, abgesehen davon. Wie wäre es denn, wenn wir hinreichend Kitas, Ganztagsschulen und so weiter einführen würden? Sagen Sie doch bitte auch gleich, an wen Sie Ihre Frage richten möchten. An Herrn Lindner. Ich heiße Ahmet Sabri Ergin und ich bin seit 34 Jahren im Arbeitsleben tätig, davon 4 in München, 20 Jahre davon selbstständig. Ich habe jetzt vor 3 Jahren mir überlegt und habe gesagt, ich gründe eine zweite Firma als zweites Standbein und habe dann ein Konzept erstellt und dieses Konzept mit meinem Steuerberater am Finanzamt vorgelegt. Ich habe gesagt, 5 bis 8 Jahre werde ich eine neue Know-how mir aneignen. Ich werde investieren, ich werde Waren kaufen und ich kann erst nach 5 und 8 Jahren Gewinne erwirtschaften. Das wurde erst akzeptiert und ich habe 2 Jahre investiert und nach 2 Jahren hat das Finanzamt gesagt, nein, Sie erzielen keine Gewinne, Sie dürfen nicht mehr investieren. Ist Ihnen diese Problematik bekannt und wenn ja, was möchten Sie machen? Das Problem der sogenannten Liebhaberei, ja, ein Gewerbe, das von den Finanzbehörden als Liebhaberei betrachtet wird. Es wird noch verschärft durch einen weiteren Umstand, nämlich durch den, dass Sie ab einem gewissen Zeitpunkt dann plötzlich die Höchstbeiträge der gesetzlichen Rentenversicherung zahlen müssen und Krankenversicherung. Die kommen dann nämlich auch auf Krankenversicherung. Die kommen nämlich dann auch gegebenenfalls auf Sie zu. Am Anfang können Sie Stunden oder reduzieren, dann kommt das voll. Ja, das sind Hemmnisse für die Gründung von Unternehmen. Und hier brauchen wir eine kluge Abwägung zwischen dem Schutz vor Missbrauch einerseits und andererseits der Reduzierung der Hürden für Neugründungen. Ich kann es pauschal, was Ihren Fall angeht, leider nicht beurteilen. Da haben Sie sicherlich auch Verständnis dafür. Deshalb kann ich es nur so abstrakt sagen. Wir brauchen eben die Balance aus Schutz vor Missbrauch einerseits und andererseits darf die Hürde nicht zu hoch werden. Aber wir können gerne bilateral nochmal drüber sprechen. Zeigen Sie mir nochmal im Einzelnen, was Sie vorgehabt haben und wie es aussah und was Sie jetzt zukünftig planen. Dann machen wir das nochmal bilateral mit den Details, die nur Ihren Steuerberater, Sie und mich was angehen. Ja? Gut, die Dame bitte. Mein Name ist Cornelia Kisslinger-Popp, ich bin Steuerberaterin und habe eine Kanzlei in München und Ingolstadt mit 10 Mitarbeitern. Nur so viel zur Information. Ich empfehle dem Herrn einen guten Steuerberater. Das sollte nicht so schwierig sein, das wegzukriegen. Also die 2 Jahre, ist, also das, da kriegt man sicherlich leicht mehr durch. Aber ich wollte gerne eine Anmerkung machen zu dem Herrn aus der Medizin. Der sagte, die Ausländer bieten nicht das Potenzial, das wir brauchen. In meiner Kanzlei sind von diesen 10 Mitarbeitern 3 Stück, die aus dem Ausland kommen, 2 aus Polen, 1 aus dem Kosovo und die sind
exzellent, ganz hervorragend. Habe ich einen tollen Fang gemacht. Und die vierte Dame ist, also Wiedereingliederung übers Arbeitsamt, die ist über 50 und ist total begeistert über ihren neuen Arbeitsplatz. Also wenn wir die Chancen wahrnehmen, die sich bieten, dann sieht es nicht so dramatisch aus, ist meine persönliche Erfahrung. Danke. Ich muss an dieser Stelle noch mal ein ganz wichtiges Thema ansprechen und die beiden Herren auf, zu meiner Rechten und zu meiner Linken dazu befragen, denn das ist so eins der Top-Themen hier in der Republik, und zwar ist es die Energiewende. Und Herr Lindner, Sie haben gesagt, wenn ich da richtig recherchiert habe, in Europa sollte man das Tempo drosseln, was die Energiewende anbelangt. Habe ich da richtig recherchiert und sind Sie der Meinung, ist das nicht unsere Chance, jetzt überhaupt der Welt zu zeigen, wie es geht ohne Atomkraft? Also, dass die Energiewende langfristig ein Potenzial sein kann, das glaube ich. Aber kurzfristig ist sie zunächst die Gefahr einer vollständigen Deindustrialisierung unseres Landes, wenn man sie falsch fortsetzt. Deshalb muss man jetzt den richtigen Weg gehen. Und ich will es mal so sagen, auch mit aller gebotenen Selbstkritik, schlechter als die Energiewende jetzt und auch schon etwas längere Zeit gemanagt wird, hätte es auch das Planungsbüro bei der KPDSU in der Sowjetunion nicht machen können. Also kaum vorstellbar. Schauen Sie sich an, wir haben 20 Jahre garantierte Subventionen und garantierte Abnahme. Das setzt das Wettbewerbsprinzip außer Kraft und damit auch die Möglichkeit, zum Thema des Abends Innovation, Effizienz zu kommen. Wir haben einen Anschlusszwang und einen Einspeisevorrang mit dem paradoxen Ergebnis, dass Windparks gebaut werden und dort wird auch die produzierte Windenergie von uns, von Ihnen bezahlt, selbst dann, wenn es keine Stromtrasse gibt, um die Energie zu nutzen. Dafür habe ich nur ein Wort, um das zu beschreiben. Ein Schildbürgerstreich. Und wir haben nicht zuletzt eine Bundesregierung, ich muss jetzt mich bremsen, ich stehe ja gar nicht im Wahlkampf. Ja, wir haben eine Bundesregierung, wo allen Ernstes der Bundeswirtschaftsminister sagt, er hat einige respektable Ansätze jetzt zur Reform gemacht, das will ich jetzt nicht im Einzelnen sagen, aber im Kern sagt er eins: Er sieht die Gefahr einer Europäisierung der Energiepolitik. Die Gefahr einer Europäisierung der Energiepolitik. Jacques Delors, der große Europäer, hat dagegen Anfang des Jahres eine europäische Energiegemeinschaft gefordert, weil er völlig zu Recht sagt, dass das Potenzial doch ist, Wasser aus dem Norden, Wind von der Küste, Sonne aus dem Süden mit Speichern in den Alpen zu verbinden, um das eben in einer Langfristperspektive der nächsten Jahre und Jahrzehnte gemeinsam voranzutreiben, statt einen deutschen Sonderweg zu gehen. Und statt die faszinierende Perspektive Schritt für Schritt anzugehen, versuchen wir, energiepolitisch autark zu sein als Deutsche. Schlimmer noch, Horst Seehofer will ja sogar als Bayer energiepolitisch autark sein. Das ist ein Denken, das nicht mehr in die Zeit passt und auch nicht zur Physik. Herr Rodenstock, ich möchte da gleich über Innovationsmöglichkeiten mit Ihnen noch drüber reden, aber bei so einem Abend könnte es ja auch passieren, dass da irgendwas kommt, was vielleicht dann morgen in der dpa steht. Und ich würde mich dann deshalb nochmal dieser Frage widmen, weil viele in Deutschland ja mittlerweile auch der Meinung sind, Atomkraft sollte länger am Netz bleiben. Ist die FDP mittlerweile an dem Punkt angelangt, wo Sie laut bekennen würden, ups, das war ein Fehler, wir müssen länger auf Kernkraft bauen? Jetzt will er mich aufs Glatteis führen, ne? Aber er war ja so fair, von der dpa zu sprechen. Eine klare Antwort: Schlachten der Vergangenheit zu schlagen, bringt nichts. Grundentscheidungen sind getroffen worden. Übrigens hat die Industrie damals zugestimmt. Der Vertreter des BDI in der sogenannten Ethikkommission, der von mir sehr geschätzte Klaus Hamprecht, damals BASF-Chef, hat keine Gegenstimme, kein Minderheitenvotum, nichts abgegeben. Es war ein großer Konsens, der Zug rollt. Die Energieversorgungsunternehmen haben ihre Investitionspläne angepasst. Sie wissen, in kerntechnische Anlagen muss fortwährend investiert werden. Und wenn man sich auf eine Restlaufzeit 2022 konzentriert, dann wird der ganze Innovations- und Investitionszyklus angepasst. Ich halte also diese Entscheidung jetzt für die eines rollenden Zugs. Jetzt müssen wir nur schauen, wie gehen wir damit um. Um Ihnen aber doch einen kleinen Hinweis zu geben,
Natürlich würde in einer europäischen Energiegemeinschaft, wenn wir sie denn bilden, einem europäischen Energiebinnenmarkt, der Strommix auch anders aussehen, weil wir dann konventionelle und gegebenenfalls auch Kernenergie aus anderen Ländern mit in diesem europäischen Energiemix hätten. Das ist so, denn wir können ja nicht anderen Ländern auch noch vorschreiben, wie sie ihre Energie produzieren wollen. Wir entscheiden das bei uns demokratisch, aber wir können nicht mit erhobenem Zeigefinger und auch anderen sagen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Spannendes Thema, aber es würde eben wegführen so von der Innovation, die wir... Das hat sehr viel mit Innovation zu tun. Und deshalb, da fehlt es nämlich auf ja dem gut, Gebiet. Aber also Innovation wäre es in dem Sinne nicht, wenn man sagen würde, man möchte die Atomkraftwerke länger eingeschaltet haben. Das hat ja auch nicht ich gesagt, sondern das hat dieser Tage Gerhard Schröder gesagt, dass er das für richtig hält. Ja, genau, aber da würde ich ja noch, wenn wir die Diskussion weiterführen würden, noch ein bisschen drauf rumbohren. Aber das lasse ich jetzt, weil ich glaube, innovative und erneuerbare Energien müssen doch in Ihrem Verband auch ungeheuer diskutiert worden sein. Und dadurch muss doch viel Mut auch entstanden sein, dass man hier etwas entwickeln kann, was die Welt dann eben doch von Deutschland her braucht. Ja, natürlich, das bringt großartige Chancen mittel- und langfristig, aber wir müssen eben sehen, dass wir kurzfristig überleben, ehrlich gesagt, nicht? Und mir macht das ganze Thema große Sorgen. Ich bin nicht derjenige, der sagt, Atomkraft länger und mehr oder sowas, sondern es erkennt doch jeder, dass hier ein wichtiges Projekt angestoßen worden ist mit der Energiewende, man sagt vergleichbar mit dem Mensch zum Mond oder sowas, nur das Management ist total inadäquat. Nicht? Und das macht mir als Unternehmer natürlich aus meiner eigenen Erfahrung große und größte Sorgen. Keines der Ziele wird erreicht zurzeit. Nicht? Also Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltgerechtigkeit, nichts. Alles schlechter als vorher. Und die Energiepreise, die Strompreise in Deutschland sind 50% höher als in Frankreich und 100% höher als in Amerika. Ja, was glauben Sie, was die deutschen und ausländischen Investoren sich überlegen in dem Kontext? Das merken wir doch schon in Diskussionen. Und die Frage mit dem Atomausstieg, ja, später oder früher nicht, das ist doch eine strategische Frage. Und Strategie heißt für ein Unternehmen das Abwägen zwischen Wollen, Können und Müssen. Und das müssen wir uns differenziert ansehen. Und wenn im Jahr 2017, wenn Grafenrheinfeld in Bayern vom Netz gehen soll, die Thüringer Brücke, die Strombrücke, also eine Trasse, nicht fertig ist, dann haben wir nicht so schrecklich viele Optionen, die Versorgungssicherheit in Bayern sicherzustellen. Und dann sage ich, dann ist das spätere Abschalten von Grafenrheinfeld eine Option. Nicht wegen Wollen, sondern wegen Müssen. Herr Lindner, Sie wollten noch eine ergänzende Antwort geben, aber das ermöglicht mir noch mal eine kurze Ergänzung auch. Fehlt der Politik jetzt auch der Mut zu sagen, es wird nicht klappen, wir brauchen Atomkraft noch sehr viel länger? Also ich will mich wirklich nicht auf das Glatteis führen lassen mit der Kernenergie. Das mag sehr süffig sein. Randolf Rodenstock hat sehr Kluges und Realistisches dazu gesagt. Und deshalb will ich das nicht zu einer politischen Frage jetzt hier machen. Ich will auf einen anderen Punkt von Ihnen eben hinaus. Sie haben nämlich gesagt, Energiewende, eine Chance für Deutschland, auch im Export. Zustimmung. Aber da muss man es trotzdem richtig machen. Die Anlage des Erneuerbaren Energiengesetzes, wie wir es haben und insbesondere in den letzten Jahren hatten, hat ja die Photovoltaik massiv gefördert, mit höchsten Fördersätzen. Was war das Ergebnis? Wir haben eine Solarindustrie in Deutschland gehabt, auch in den neuen Ländern. Die hat sie aber komplett auf die hohen Subventionen verlassen. Garantierte Rendite und haben eben nicht innoviert. Und plötzlich kamen die Chinesen auf den Markt, die konnten es besser und günstiger. Das heißt, die hohe staatliche Subvention und die Ausschaltung von Wettbewerb hat in Wahrheit die deutschen Anbieter geschwächt, weil die nicht mehr im Weltmarkt mithalten können. Okay, liebe Zuhörer, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen noch 3 Wortmeldungen und dann werden wir die Diskussion beenden, die natürlich noch unendlich lange weitergeführt werden könnte. Dort hinten der Herr an der Wand. Danke. Ludwig Schulz vom Zentrum für angewandte Politikforschung hier in München. Herr Lindner, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie zumindest in 2-3 Punkten die andere Dimension des Themas heute Abend fallen gelassen haben, Europa.
Denn es ist schön, wenn wir diskutieren darüber, wie mal wieder Deutschland sich präsentieren muss in der Welt und innovativ werden muss. Doch ich glaube eben nicht, dass wir auf lange Frist auch ohne Europa hier erfolgreich sein können. In dem Zusammenhang, Sie haben Jacques Delors mit einer Vision zitiert, seine Vision vom Binnenmarkt in allen Erden. Doch Jacques Delors ist nicht in der Leadership-Position, wie wir ihn heute ganz gerne haben wollen. Es gibt andere, beziehungsweise wer ist Ihrer Meinung nach derjenige oder wen könnten Sie sich vorstellen an dieser Position, die wir Sie brauchen in der Kommission, im Europäischen Rat oder dergleichen? Soll heißen, was machen wir denn mit Europa? Wir haben die Wahlen jetzt im Mai und insofern die Frage und die Steilvorlage auch für Sie, was soll denn eigentlich dann in Europa passieren, wenn an deutschem Wesen die Welt genesen kann, so wie wir sie hier gerade diskutieren? Naja, also ich glaube, so haben wir das hier nicht diskutiert, um Gottes Willen. Das möchte ich also ganz vehement bestreiten und ich finde auch diesen Ausdruck nicht passend. Aber bitte. Wollten Sie mich sammeln? Ja, wir können auch. Machen Sie doch bitte gleich direkt. Also die Frage Delors ist ja eine interessante. Ich habe den Namen bewusst gewählt, weil es in meiner Interpretation zwei Wege in Europa gegeben hat, den Integrationsprozess voranzubringen. Die Methode Delors und die Methode Monet. Die Methode Monet war seinerzeit EGKS, Europäische Gemeinschaft Kohle, Stahl, gemeinsame Verwaltung und auch Eingriffsverwaltung. Und die Methode Delors war eine ganz andere, mich faszinierende, bis heute faszinierende Methode, nämlich Rahmenbedingungen, unter denen wir gemeinsam Freiheit auf diesem Kontinent als Raum ohne Grenzen ausüben können. Und ich empfehle sehr, dieses Europa, das mitunter sehr stark Methode Monet macht, Stichwort Glühbirnen und Olivenölkännchen, wieder zurückzuführen auf die Methode Delors. Also Regeln für Freiheiten, Chancen schaffen, aber eben nicht so diesen, wie soll ich sagen, paternalistischen Superstaat in Brüssel erlauben, denn der entfernt sich von Problemen, von Menschen und der oktroyiert politische Konzepte, die dann mal so in Mode kommen, aber die sich nicht möglicherweise in der Praxis als tauglich herausgestellt haben. Und dafür braucht es Liberale im Europäischen Parlament. Vielen Dank, Herr Schulz, für die Steilvorlage. Europa auf diesen Kurs zu bringen, durch eine neue Debatte über Subsidiarität, welche Kompetenzen müssen in Brüssel wahrgenommen werden. Sie haben heute Abend gemerkt, ich plädiere für mehr europäische Energiepolitik, für mehr europäische Bürgerrechtspolitik, Datenschutz, plädiere für weniger Detailregelungen, wo wir im Alltag auch unsere nationalen Regierungen besser agieren können, als das Kommissare tun. Und ein Name, der für mich dafür steht, ist unser Währungskommissar Olli Rehn aus Finnland. Wenn es um solide Finanzen geht, ist der deutscher als Wolfgang Schäuble. Und den würde ich gerne in einer führenden Position in der Europäischen Kommission auch weitersehen. Okay. Bitte sehr, dort drüben. Der Herr, der die Hand erhebt. Wenn Sie aufstehen würden, bitte, und Ihre Frage an einen der beiden richten würden. Ja, guten Abend, mein Name ist Feuchten aus München. Ich hätte mal eine Frage an den Herrn Lindner. Es freut mich, dass der Herr Lindner auch eine bayerische Zeitung liest und dass er sich auch mit bayerischen Kommunaldingen beschäftigt. Das ist sehr lobenswert. Er weiß ja mittlerweile auch, was zurzeit in Bayern geht mit den Kommunalwahlen. Ich hätte mal eine Frage bezüglich auf die Wirtschaft. Wir haben ja in Bayern doch eine sehr gute liberale Wirtschaftspolitik bisher genossen, die eigentlich der Herr Zeil ja als Ressortleiter damals geleistet hat. Und da hätte die Frage eigentlich, warum, dass man jetzt, sage ich mal, vereinfacht ausgedrückt, der Konkurrenz das Feld so überlässt und dass man nicht diesen liberalen Wirtschaftsgedanken eigentlich auch in der Bundespolitik ein bisschen besser herausstreicht. Ich glaube, dass die FDP da in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet hat und es zeichnet sich auch ab. München ist in einem Tag mit dem Flughafen umgezogen, wo die anderen 8 Jahre brauchen zu bauen. Also, und da muss ich eigentlich sagen, es ist eigentlich ja diese Wirtschaftspolitik, die betrieben worden ist, erstens eine klasse Arbeit gewesen und dass sich die anderen Fraktionen heute hinstellen und hier die Lorbeeren ernten, wenn, dann ist es die liberale Wirtschaftspolitik von Herrn Zeil gewesen oder im Extremfall noch der König Ludwig von Bayern, aber nicht die CSU, nicht die Roten. Dankeschön. Ich hätte noch eine Bitte an Sie kurz,
Die Dame neben mir hat Hängeringen, die hat einen kurzen Arm, aber die würde sich trotzdem nur mal gerne melden, wenn Sie gestatten. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das mehr ein Statement war als eine Frage, oder? Ja? Gut, dann, aber ich, um Herrn Professor Rodenstock noch einmal einzubinden, das war ja so ein bisschen die Frage nach den Regionen. Und Europa, die Region in Europa, ist das, wenn Sie sich Ihren Verband noch mal vor Augen führen, eher etwas gewesen, wo man befürchtet, da wird man über einen Kamm geschert, da gibt es dann Regeln, die zu beachten sind, die man eigentlich gar nicht haben will, die Diskussion kennen wir ja. Oder wird das in Ihrem Verband eigentlich als eine neue Chance gesehen, eine innovative Chance? Weder noch, das ist nichts Neues, aber es findet auch nicht statt. Also wir haben uns nie, wenn es um bayerische Landesentwicklung ging, da besonders eingeengt gefühlt von Brüssel. Das kann man also wirklich nicht sagen. Wir haben vieles, wir in Bayern haben vieles nicht zu Ende gebracht, was da angedacht war, weil für die Entwicklung etwas wirtschaftlich schwächerer Regionen. Da hätte wahrscheinlich Herr Zeil noch mehr Zeit gebraucht, das zu machen. Aber an Brüssel lag es an der Stelle bestimmt nicht. Dann gerne die Dame mit dem kurzen Arm. Mein Name ist Kapsa, ich komme aus Syrien. Wo kommen Sie her? Aus Syrien. Syrien, okay. Genau, ich bin in Medizin-Tourismus-Branche tätig. Wieder zurück zu dem Thema, zu Wanderung. Ich habe gehört, dass Herr Professor einen Satz gesagt hat, dass eine gewisse Moral gibt für die Leute, oder es gibt eine Wanderung, die eine gewisse Moral haben, auch wenn sie aus Asien kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Satz falsch verstanden habe. Das erste Punkt. Zweite Punkt, es gibt 75.000 Asylbewerber, glaube ich, so ungefähr. Und bestimmt gibt es zahlreiche davon, die richtig ausgebildet sind. Und trotzdem, sie sitzen da, sie dürfen nicht arbeiten. Und drittes, jeder weiß, letzte Jahre, dass so viele Patienten oder so viele Araber nach Deutschland und besonders nach München kommen als Tourist und auch lassen sie sich einfach behandeln auf irgendein medizinisches Problem. Und anstatt dass Deutschland oder Bayern sich in diese Branche weiterentwickelt, leider redet die arabische Presse im Moment in Saudi-Arabien oder Katar oder Emirate, Vereinigten Arabischen Emirate, dass die Qualität, was mit Medizinbehandlung zu tun hat, in Deutschland immer lässt nach. Und okay, finde ich das schade. Drei Fragen. Herr Professor Rodenstock, das mit der Arbeitseinstellung der Asiaten, das war mit Sicherheit nicht negativ gemeint. Ich habe auch nicht die Arbeitseinstellung gemeint, sondern ich habe was ganz anderes gemeint. Wir sagen doch hier in Deutschland, dass Asiaten eine andere Kultur haben, aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Religionswelt kommen und deswegen eine andere, für uns zum Teil nicht brauchbare, ich verkürze jetzt mal unerlaubt, ethische Einstellung haben. Und dieser Haltung habe ich widersprochen. Ich habe gesagt, diese Leute haben sehr wohl ethische Vorstellungen, die mit unseren hier vergleichbar sind. Das war mein Punkt an der Stelle. Ja. Herr Lindner, also es gibt großes Potenzial an Asylanten, die nicht arbeiten dürfen. Warum ist das so und gibt es Möglichkeiten, das zu verändern? Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, nach Deutschland zu kommen. Das eine ist die Zuwanderung, orientiert an Qualifikation und deutschem Interesse. Und das andere ist das Asylverfahren, orientiert an der Humanität und der Bedürftigkeit. Und die muss man systematisch voneinander trennen. Und wer Asylbewerber ist, hat ein Recht auf ein möglicherweise auch schnelleres Verfahren. Ist er anerkannt, erhält er dann eine Arbeitserlaubnis. Hätten wir ein kanadisches Zuwanderungsmodell, könnte auch jemand im Asylverfahren sagen, ich wechsle das Gleis, weil ich bin qualifiziert, ich will gerne
als ein qualifizierter Zuwanderer in Deutschland ein Aufenthaltsrecht und eine Arbeitserlaubnis haben. Darüber kann man nachdenken, aber im Prinzip muss man die beiden Stränge voneinander trennen. Ich bin also nicht der Auffassung, dass wir quasi aus jedem Asylbewerber einen Zuwanderer machen, sondern da muss es schon noch Unterschiede in der Kategorisierung geben. Okay, und die dritte Frage, und damit können wir dann vielleicht auch abschließen, denn wir haben gleich 20 Uhr und da wurde mir gesagt, dass das also das Limit sei. Herr Professor Rodenstock, das ist ja jetzt so ein bisschen die Frage auch gewesen in den arabischen Ländern, da spricht man nicht mehr so gut über die medizinische Versorgung hier, beziehungsweise die Araber, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, haben das Gefühl, dass sie hier nicht mehr so gut versorgt werden wie früher. Wir erleben das, dass in München gerade in der Sommerzeit viele Araber kommen und sich hier medizinisch versorgen lassen. Daraus erschließt sich vielleicht die Frage, machen wir nicht gut genug Werbung für das, was München leistet, für das, was Bayern leistet, und dann kann man es eben vielleicht auf ganz Europa beziehen. Sind wir da schlechter in der Vermarktung als andere große Märkte, Amerika zum Beispiel? Also ich bin einem meiner Nebenämter auch Vizepräsident der Deutsch-Arabischen Freundschaftsgesellschaft und habe es mir zur Aufgabe gemacht, den deutschen Mittelstand da ein bisschen die Hand zu führen in diese dynamischen Märkte, was alles nicht ganz einfach ist. Ich bin also häufiger in diesen Ländern und erfahre, dass die alle unser medizinisches Versorgungssystem wollen, dass die unsere Ärzte und Wissenschaftler wollen, dass die unser Krankenhausmanagement wollen und all diese Dinge, dass sie die allerhöchste Meinung von dem deutschen Gesundheitswesen haben und wie sie ja auch feststellen, in Scharen und gerne nach München kommen, wahrscheinlich nicht nur wegen der medizinischen Versorgung, sondern aus anderen Gründen. Wir haben halt auch auf dem Gebiet einen Grundnachteil, dass bei uns die Münchner nicht alle Englisch sprechen. Okay. Aber bayerisch. Und die TZ hat zum Beispiel vor 2 Tagen eine nur bayerische Version herausgegeben, die sich angeblich gut verkauft hat. Also, meine Damen und Herren, ja, an dieser Stelle möchte ich mich bei den beiden Gesprächsgästen danken, dass sie hier sind, dass sie gesprochen haben. Und selbstverständlich möchten wir uns bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörer, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und natürlich auch interessante Fragen gestellt haben. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Danke.